Genau, hintenrum wäre besser, ne? Genau, das ist, wurde schon mit eingesprochen. Ja, steht Ihnen aus. Jetzt haben wir großer Eleganz und selbstverständlich. Sehr schön. Ja, das ist schon klar, dass die Leute. Genau, weil es jetzt ja in 5 Minuten. Das ist ja der heiße Punkt, wo wir gesehen haben. Das schauen wir doch mal. Wie viele sind jetzt bei euch? Am Ende ist man dann trotzdem wieder in einem. Von uns sozusagen, ich glaube. Auch wenn es Niederösterreich ist. Brünnelwein, ich. Gern. Die kleine Botnerin. So richtig. Und da war es ganz ähnlich. Was gibt's Gutes? Schokolade und Bananen. Schokolade und Bananen. Ah, das ist gut. Die verbotenen Früchte. Das wollte ich mich auch ein bisschen schauen. Das sind das ist auch wieder ein bisschen gut. Ich sollte moderieren. Ich habe viel Spaß. Ja, das ist gut. Wieso ist die Schokolade verboten? Im Fest, beim Fest der Volksmusikkeit, glaube ich, ist es eher schwierig, Dinge zu verwenden, die ich darf nicht nehmen, dass ich musste verkabelt werden, dachte ich. Ja, dazwischen gibt es dann mehr Sauschädel. Aber das haben wir noch nicht so. Easy, kaputt. Es gibt den Knirrer. Das ist gut. Das klingt gut. Ja. Ich muss rausgehen? Ja. Ja. Nein, schon länger nicht. Also ein paar Stunden. Aber er ist dorthin abgewandert, da ist er nicht. Ja, oder soll man gleich aufmachen? Nichts getroffen. Das ist wirklich geil. Trotzdem nochmal den Schal holen, weil wir schon mal so. Der Jakob hat den Friedrich gesucht, der ist doch dort. Wir haben gerade gesehen, der hat so eine Kurve gemacht. Der wird wahrscheinlich. Achtung! Ja. Wie geht's dir? Hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, total. Bist du jetzt auch schon eine halbe Stunde? Was haben wir denn jetzt? Sind wir da bisher? Schon, oder? Boah, ich war ja ganz knapp davor, dass ich noch mal anrufen soll. Nein, die kriegt keinen. Weil die moderiert die Diskussion. Habe ich abgegeben. Wie viel bist du jetzt noch? Rosemarie Lukas. Und Rosemarie Lukas. Hallo. Ja, Entschuldigung. Hallo, Friedrich von Boris. Super. Fast diese Strecke. Lukas. Du weißt den Ablauf? Ein bisschen, was auf dich zukommt? Was sozusagen die Erwartungshaltung ist? Irritierter Blick? Du hast den Text vorher bekommen? Ja, genau. Und jetzt spricht er gerade mit Heidi. Also drei Personen, nämlich die Marianne Duckner, der Wolfgang Zingle und du, werden gebeten, nachdem ich den Text gelesen habe, hat jeder einen Slot von 15 Minuten, entweder was dazu zu sagen oder Fragen zu stellen oder sozusagen zu sagen, was vorzuschlagen, worüber von dem Text er diskutieren will oder warum er gar nicht über den Text diskutieren will und das sozusagen als Diskussionsanreger zu fungieren. Anders, oder? Oder aus einer eigenen Erfahrung, die das bestätigt oder dem widerspricht. Also wie auch immer, das weiß ich ja nicht, was in euch sozusagen vorgeht. Und darüber eine Diskussion zu. Ja. Du schaust mich etwas skeptisch an. Okay, das ist dein Modus. Okay, das weiß ich ja nicht. Deshalb frage ich nach. Aber sehr schön. Du bist auch ja.
hätte ich bitten müssen, dass Leute, ich würde sagen, ich kann sich zwar noch mal bewerben, aber so durch, dass das da rausschaut. Immer 5 Jahre eigentlich. Achso. Okay. Das war es. Das mit dem Wein. Jetzt 13 Uhr. Und dann entscheidet halt die Kommission. Ihr seid während Start klar, weil das ist 13 Uhr. Dann würde ich kurz dann einmal nur Hallo und guten Tag sagen und kurz genau rein und dann euch übergeben. Ja, dann schauen wir, wir haben den. Genau. Gemütlicher. Ich habe das Falsche an. Ich würde das mehr gestresst oder kalt. Oder da. Können wir das Kabel nicht? Ich hoffe, das ist wenigstens. Also ich würde gerne das Kabel da unten laufen lassen. Also bei den Dingen denke ich, wir sollten sich über eine Woche mehr fahren. Wir sind jetzt vollzählig. Was sinnvoll ist. Sind denn jetzt alle unsere Gäste da? Weil es waren eben mehr, jetzt sind es wieder weniger. Jetzt sind wir wieder weg. Weiß ich auch nicht. Weil wir müssen jetzt leider langsam anfangen. Um 2 Minuten. So, jetzt gucke ich nochmal vorne und sammle Gäste ein. Wo ist denn jetzt Esther? Ich bin jetzt seit 11. Ich habe eigentlich Aufbau noch im Museum, weil wir nächste Woche den Kapspeise öffnen. Also Mittwoch Preview und dann was. Okay. Jetzt habe ich die Künstler jetzt mal 3 Stunden alleine gelassen und gehe dann danach wieder auf. Was? Gewissen. Ja, der Dinge ist raus, um das mal K.O. zu lassen. Hast du mit ihm gesprochen? Hier, schau. Schön. So. Super, danke. Danke vielmals. Das war so da. Einfach ein Interesse. Das ist ein Schmarrn, aber es ist süß. Wo komme ich dann hin? Also. Alles. Dann super von hier nach, gell? Sehr schön, oder? Das leise gehen? Ja. Gestern, nach dem Konzert. Kornmüller. Ich verstehe. Oder? Hat ja geklappt. Die Leute haben das angenommen. Ja? Ich war ganz überrascht, wie schnell. Und alle waren nachher so wohlwollend und haben gesagt, das war eine super Erfahrung. Halt mir die Daumen. Leicht nervös. Meinst du die Aufmerksamkeit auf jeden Fall? Das ist die Fanfare, die sie hier die ganze Zeit spielen. Müsstest du jetzt den Papa neben dir sitzen? Der macht das, kann ich das leider nicht sagen. Klappe bitte liegen. So, ja. Jetzt der hält sofort, ja. So, der Sessel kreist. Ja, das ist wie Therapie. Wie, also, oder? Die Musik kann ich. Das ist unsere Fanfare, das ist die Globalfanfare. Echt? Aber das ist doch was Älteres. Ja, die bleibt doch. Die ist einmal, die macht man einmal und nicht alle Jahre. Aber ist es echt komponiert, oder was? Die hat der Wolfgang Mitterer komponiert für uns. Genau. Und die läutet jetzt alle großen Dinge ein. Also wie das Mittagessen. Ja? Der Rallye? 9. Genau. 10. Marianne Dobner auch. Wir sind jetzt 10 hier im Raum. Wir könnten also noch 4 Leute aufnehmen. Ne? Dann fangen wir jetzt an. Hoff ist auch da. Hoff. Hoff, das ist nicht.
Hoff, Johannes Hoff. Ja? Und der Willi Bründelmeier muss der sitzt ja, genau, der sitzt da noch drinnen und macht seinen Hof. Ich habe mich für heute angemeldet, aber. Ja, da war ich auch schon auf dem Arzt. Ja, okay, wenn Sie da den Platz und wenn jetzt. Dann sammelst du jetzt ein. Ich mache jetzt mal mein Grußwort. Also, dann fangen wir jetzt an. Herzlich willkommen. Guten Tag. Mein Name ist Friedrich von Borries. Die Heidemarie Dobner hatte mich eingeladen, zusammen mit dem Jakob Rossmann hier 4 Feste der Folgenlosigkeit zu veranstalten. Folgenlosigkeit ist ein Thema, das bei mir entstanden ist im Rahmen eines Projektes im Auftrag vom Deutschen Umweltbundesministerium und Deutschen Umweltbundesamt, wo es um Kunst und Nachhaltigkeit ging. Ich habe leider relativ früh feststellen müssen, dass der Auftraggeber von diesem Projekt ein sehr instrumentelles Kunstverständnis hatte. Also die inhaltlichen politischen Ziele standen fest und die Erwartung war, Kunst kann er das jetzt irgendwie noch ein bisschen besser kommunizieren, vermitteln, sinnlich erfahrbar machen. Wir haben dann einen Workshop mit Künstlern gemacht, wo ziemlich schnell als Gegenbegriff die Folgenlosigkeit in den Raum gestellt wurde. Folgenlosigkeit einmal, dass Kunst das Recht haben soll, selber folgenlos bleiben zu dürfen, anders als unsere Erwartung in diesem Workshop an Politik, die im Idealfall Folgen haben soll, positive, währenddessen die Kunst die Freiheit haben soll, auch einfach Kunst sein zu dürfen, ohne lebenspraktische Folgen zu haben. Zweitens, Folgenlosigkeit als Provokation an das Umweltbundesministerium, nämlich dass wir behauptet haben, der Nachhaltigkeitsdiskurs der letzten 20, 30 Jahre ist größtenteils folgenlos geblieben. Und drittens, Folgenlosigkeit als positives Lebensmodell, also statt zu überlegen, was nachhalten soll, also bleiben soll, doch vielleicht zu überlegen, was wir lieber sein lassen, damit wir folgenloser leben. Das Umweltbundesministerium hat dann, nachdem es am Anfang des Projektes irgendwie 300.000 Euro in Aussicht gestellt hatte, beschlossen, dass wir das doch nicht umsetzen. Warum auch immer, dem ist halt so und deshalb freut mich umso mehr, dass wir jetzt hier einen Teil dieses Archivs der Folgenlosigkeit, was eigentlich entstehen sollte, hier als Fest bei Globart feiern. Nächstes Jahr soll es eine Ausstellung im Museum in Kunst und Gewerbe in Hamburg geben. Also das Projekt wird sich sozusagen auch seinen anderen Weg finden. Das Setting für heute ist, dass ich, weil ich es auch total wichtig finde, dass man anders über künstlerische Produktion nachdenkt und künstlerische Produktionsformen aufbricht, heute lesen werde nachher ein Fragment aus dem Roman über Folgenlosigkeit, an dem ich gerade schreibe. Und wir das dann gemeinsam in der Runde diskutieren und die Ergebnisse dieser Diskussion als auch die Diskussion selber wird in irgendeiner Form Teil dieses Romans und dieses Archivs. Deshalb wird Jakob Rossmann auch alles, was wir hier besprechen, filmen. Es wird ja auch gestreamt und ins Netz gestellt, also um solche Produktionsformen offen zu legen. Wir haben 3 Gäste, die den Text schon vorher bekommen haben und sich sozusagen vorbereitet haben. Das ist die Marianne Dobner, der Wolfgang Zingel und die Rosemarie Lukasser. Aber wir werden jedes Mal sozusagen das gemeinsam diskutieren und aufbrechen. Dann, weil wir der Überzeugung sind, deshalb heißt es ja Fest der Folgenlosigkeit, dass man besser diskutiert und freudvoller diskutiert, wenn man auch gemeinsam isst und trinkt, haben wir einmal Hani und Bani, die eine kulinarische Performance entwickelt haben und den Willi Bründelmeier, der den Wein dazu ausgesucht und mitgebracht hat. Wir werden jetzt also wechseln in zwischen performativen Elementen von Hani und Bani und uns als, ich glaube, dann Mitperformern, das erklären die beiden aber gleich, den akademischen Elementen lesen und diskutieren. Ich leite so ein bisschen durch diesen Nachmittag, werde aber dann, wenn wir diskutieren, an die Heidemarie Dobner abgeben, weil möglicherweise Leute an mich Fragen haben oder Lust haben, das auch zu kritisieren. Und dann ist es für mich einfacher, wenn ich dann nicht auch noch gleichzeitig neutral moderieren muss, weil das funktioniert nicht.
So, und damit würde ich jetzt an euch übergeben und setze mich kurz hin. Für 14 Gäste. Ja, ich sehe so. Die anderen schauen zu und bei den 14 bleibt es auch. Jetzt, also die jetzt ersten 14 dürfen mitmachen, die anderen müssen dann schauen zu. Genau, ja, die anderen kriegen keine Banane. Die anderen müssen dann gefüttert werden. Also es ist im Prinzip schon die Welt, die wir jetzt haben. Welche die Platz nehmen dürfen und welche die. In diesem Sinne bitten wir jetzt jede 14 Gäste, die sich angemeldet haben, wie von denen wir sie kennen uns abscheißen, wir wissen es nicht, zu uns zu kommen, um sich adäquat zu kleiden. Wir haben eine wunderschöne Abendgarderobe für Sie vorbereitet. Mein Favorite sind diese Häubchen. Ach, das gibt schon die ersten drei liegen. Ja, also. Ich muss ja. Ja, du musst, du darfst. So bitte vielleicht. Du kriegst einen XL-Mantel, genau. Weil da drinnen gibt es ganz schön viel Kohle und wir wollen uns ja nicht schmutzig machen. Okay. 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 Wir sprechen Spanisch. Okay. Okay. Schön. Einmal den Arzt. Und mal den großen Herrn. Hier ist ein großer Herr. Oh ja, ja, ich muss moderieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was anziehen soll oder nicht. Ja, ein Large. Ja, ich, auf jeden Fall. Ich bin sehr large. Ich fall da rein. Steht ja ausgezeichnet. Schwimmen kann ich gehen. Richtig. Ja, das ist okay. Ein grünes Häubchen. Oh, das ist. Sehr gut. Die Familie desinfiziert. Ja, so wie so ein paar Rätsel ein bisschen. Ja, ja, das passt. Ja, sehr gut. Fisch. Ah, haben wir gut. Jetzt hier mal ausgeschlossen. Dann darf ich sie heute. Und zu folgen, oder mir zu folgen. Es gibt auch nicht viel. Ja, freilich, da passiert nichts. Genau, wer zugucken will, kann sich ja einen Stuhl mitnehmen. Ja. Ich setze dich gerne dort hin. Soll ich vis-à-vis von dir sitzen oder wie denkst du das? Oder? Wenn das passt. Gestern hatten wir fast nur Männer, heute haben wir sehr Frauen. Sehr einen Frauenüberhang, oder? Super. So Kolle, oder? Die ganze Zeit in der Ecke. Ach, was denn? Männer. Ich möchte vielleicht nehmen Friedrich, bitte. Und das ist so ein Wahnsinn. Bitte noch da. Wir haben noch zwei. Großen Hut, das heißt, ich bin hier scheinbar der Zeremonienmeister. Dennoch übergebe ich jetzt, sobald der Herr Bründelmeier da ist, das Wort
an Friedrich von Borries zurück. Wir werden dann ein bisschen mit diesen wunderbaren Werkzeugen arbeiten, wenn die Vorstellungsrunde fertig ist. Bis dahin ziehe ich mich zurück. Genau, also vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns schon mal setzen und würde jeden bitten. Ich habe mich ja schon vorgestellt, aber ich finde es wichtig, dass wir alle wissen, mit wem wir hier jetzt die nächsten Stunden verbringen, wer neben uns sitzt, und deshalb würde ich jeden von Ihnen bitten, kurz und knackig, sozusagen maximal einer Minute zu erzählen, wer er ist. Eine kleine Ausnahme machen wir beim Willy Bründelmeier, unserem Winzer, der die Vorstellung auch nutzen kann, noch ein bisschen uns zu erzählen, warum wir heute Wein trinken und was der Sinn dabei ist. Und ich würde vorschlagen, dass wir gegen den Uhrzeigersinn bei Ihnen anfangen. Ist das recht? Ja. Dann hole ich aber auch gleich Produkte am Tisch. Mein Name ist Johannes Hoff. Ich war schon öfters auf Klobart-Konferenzen, zuweilen als Referent, zuweilen als Teilnehmer. Habe sogar meine Frau hier kennengelernt. Und bin Philosoph und Theologe, Professor, und habe gegenwärtig eine Lehre in Cambridge. Mein Name ist Martina Kaller, ich bin Professorin an der Universität Wien für Globalgeschichte und befasse mich speziell mit Global Food History. Ich habe das Vergnügen, dass wir uns schon sehr lange kennen, ich glaube so 20 Jahre werden es sein. Bin sehr froh, dass ich wieder mal hier teilnehmen kann, und ich werde auch für die Kollegin aus Prag übersetzen, weil sie alle möglichen Sprachen kann, aber kein Deutsch. Und ich gebe das Wort weiter. Hello, my name is Katrina Bresinova. I'm a professor of history and culture anthropology in Prague, and previously I've been processed by food cultures in the New World, Mexico above all, and Brazil. Hallo, ich bin Rosemarie Lukaser. Ich bin Bildhauerin, eigentlich seit ich 16 bin, und ich bin von der Heidemarie Dobner eingeladen worden, meine Skulpturen im Raum zu zeigen. Hallo, mein Name ist Matthias Meyer. Ich studiere Philosophie an der Uni Wien und Cross-Disciplinary Strategies an der Angewandten in Wien, und bin das erste Mal da und gespannt, was jetzt passiert. Mein Name ist Petra Stelzer. Ich leite hier in Wien und kuratiere den Kunstsalon. So habe ich auch die Frau Dobner kennengelernt. Ich habe gerade ein Buch kuratiert zu Kunst und Menschenrechten und berate vermögende Leute bei der Anlage von Kunst und lebe am Land und komme ab und zu in die Stadt, und heute speziell dafür. Mein Name ist Heidi Dobner. Ich habe im Jahr 2000 begonnen, Globart als Denkwerkstatt aufzubauen. Es war eine wunderbare Idee, mit der ich langsam begonnen habe, das zu entwickeln, und es war ein breiter Weg von Perneck über Krems und jetzt ins Esselmuseum. Und ich bin verheiratet, habe eine wunderbare Familie, und es freut mich, wenn ich die Welt ein bisschen besser machen kann. Mein Name ist Silvia Otvari, ich bin ausgebildete Soziologin, aber auch irgendwie ein Hybrid, weil ich mehrere unterschiedliche Ausbildungen habe, ursprünglich im Tourismus, und momentan beschäftige ich mich mit nachhaltiger Entwicklung, speziell in Sustainable Development Goals, auf allen Ebenen. Also wirklich, ich versuche alle in unterschiedlichen Aspekten zu untersuchen und zu bearbeiten. Ich bin Leonie Nowotny, habe gerade mein Studium beendet in Kommunikation, Kultur und Management am Bodensee und arbeite jetzt als Kuratorin und Schreiberin für einen Think Tank und ein Kulturmagazin und ein paar kleine andere Magazine, und bin jetzt gespannt, was passiert. Mein Name ist Marianne Dobner, ich bin Kuratorin am MUMOK, am Museum Moderner Kunst in Wien. Ich bin dort vor allem für zeitgenössische Kunst und amerikanische Kunst seit den 60er Jahren verantwortlich, seit 3,5 Jahren. Bin aber auch schon seit, glaube ich, bald 20 Jahren Teil von Globart.
der Nachname ist sicher jetzt niemandem gegangen. Ich bin die Tochter von Heidi Dobner und wie gesagt, schon sehr lange hier aktiver Teil. Mein Name ist Vera Sikinger. Ich bin Studentin der Philosophie an der Uni Wien und bin unter anderem auch durch den Arno Böhler hierher gekommen und beschäftige mich gerade auch mit dem Performance-Begriff und Musical-Performance und freue mich jetzt auch auf das gemeinsame Essen. Mein Name ist Willi Bründelmeier. Also ich vertrete nicht nur mich, sondern auch die Getränke, die wir jetzt in den nächsten Stunden hier haben, per Tisch. Ich bin Winzer, das heißt, mein Fokus ist die Produktion von Weintrauben, die es jetzt in jeder Form gibt, als Verjus, die unreifen Trauben, die, bevor es die Zitrone in Europa gab, sozusagen auch das Säurungsmittel war, ist ein herrliches Getränk, wer alkoholfrei will, ein bisschen Verjus und Mineralwasser dazu. Traubensaft gibt es, den kann man die Süße dann einstellen, wie man will. Und dann natürlich Wein. Und nachdem ich schon, abgesehen von den Bananen, auch ein bisschen weiß, was wir zu essen kriegen, ist der Fokus auf grüne Veltliner, unserer wichtigsten Sorte. Und darf da schon ein bisschen vorstellen, was es geben wird. Diesen grünen Veltliner wird es in Form des Hausweins geben. Ich werde gleich einmal die erste Flasche aufmachen. Und man kann es herumreichen, sich selber einschenken, genauso wie ich schon eine Flasche, wie schon Traubensaft, vielleicht in die andere Richtung schicke. Man kann es anschauen, sich was einschenken, durchgeben und nützen. Hier Verjus, also das ist diese unreifen Trauben, noch bevor wirklich Zucker da ist, da hat man vor allem die Säure dabei. Das rate ich nur ein ganz wenig, das ist schon zu viel. Das ist wie Zitronensaft. Und ist eben gedacht zum Spritzen. Mein Wasser habe ich hier. Das ist der Kühlungsmittel. Kann man sich den frischen Traubensaft ein bisschen saurer machen, ein bisschen und, also ja, so unreife, unvergorene Trauben. Nein. Hier. Und zu dem, was es zum Essen geben wird, das kenne ich auch aus meiner Zeit. Was machst du? Weil, na, von daher, wenn es dir zu viel ist oder nicht? Weil unser Haushalt stammt nicht der Weinbau, sondern wir haben auch Landwirtschaft früher immer gehabt. Wir haben selber geschlachtet. Ja. Und zu dem, was es heute gibt, gab es immer den sozusagen den Haustrunk. Hat es noch eine zweite Flasche von dem? Ja, das sieht so traurig aus bei dir, Heidi. Höflich, wie du bist. Also ich nehme gerne den Wein, aber ich habe schon Traubensaft. Ich gebe ihn nochmal. Da ist noch was drin. Ah. Dann stellen wir die auf den Tisch. Ich bin aufgewachsen mit dem, was unsere Vorfahren in den letzten 10.000 Jahren als kulturelles Getränk gehabt haben. Vor ungefähr 10.000 Jahren im Neolithikum sind viele unserer heutigen Pflanzen entstanden, aber auch der Wein. Die ältesten Amphoren haben mit Bärenkernen von vor circa 10.000 Jahren datiert. Und das sind auch die Kulturen, die sich entwickelt haben. Die Kulturen, die moderat Alkohol getrunken haben, haben sich entwickelt. Wir stammen von Bärensammlern. Die Weintrauben sind ja früher wild gewachsen. Und als sie reif waren, haben wir die Bären gesammelt. Es gab schon Töpfe. Und durch den Eigendruck sind manche Bären aufgeplatzt. Und wenn dann am Ende der Saison die Bären aufgegessen waren, war der Bodensatz mittlerweile schon ein vergorenes Getränk. Und wenn man das herumgereicht hat, wurden diese Gesellschaften besonders animiert. Kooperatives Verhalten wurde gestärkt. Die Reproduktionsrate dieser Gruppen und die kreative Entwicklung wurde besonders günstig entwickelt. Und so stammen unsere Vorfahren eben aus der Kultur des moderaten Alkoholgenusses. Reine Wassertrinker sind ja ausgestorben aufgrund der Hygieneprobleme des Wassers. Also die moderat Alkohol getrunken haben, haben sich durchgesetzt vermehrt und sind durch unsere Vorfahren. Und in diesem Sinn ist auch das Mittagessen angelegt, nämlich des moderaten Alkoholgenusses, basiert eben auf grüner Veltliner, hier als Hauswein.
unser Haustrunk, der immer unseren Mitarbeitern frei zur Verfügung gestanden hat, auch 5 Alkohol gehabt. Das war ein Gemisch aus Wasser und Wein und ist für den täglichen Gebrauch auch jetzt auch etwas Ideales. Also darum würde ich Sie bitten, probieren Sie das, diese Mischung, ein grüner Veltliner sich verdünnt zu trinken. Heute, aufgrund des Missbrauchs mit Wasser im Wein, wurde das später dann verboten. Also jetzt muss sich jeder selber das mischen. Also wir können dieses Mischgetränk nicht mehr anbieten, sondern ihr müsst selber mischen. Und die aktuelle Entwicklung ist, bessere Qualität ist spezifischere Herkunft. Das heißt, die nächste Stufe ist dann Lagewein. Hier ist Ried Läuseberg. Ihr seht das schon, wenn man es herumgibt, da ist mit Naturkorken, die Jahrgang und Sorte steht alles drauf. Und das gibt es dann zu verkosten. Vielleicht dann immer so einen Schluck probieren. Den gibt es vom Jahrgang 2018, vom aktuellen Jahrgang, wie er meistens konsumiert wird, was aber meiner Ansicht nach nicht die ideale Form des Konsums ist. Schon Dioskorides hat gesagt, Wein trinkt man nach 7 Jahren. Und deshalb habe ich von dem gleichen Grüner Veltliner dann einen 8-jährigen und einen 9-jährigen mitgebracht. Bitte nicht große Gläser, sondern kleine, weil dieser Tisch geht sich aus, dass man eine Flasche teilt, sowohl vom kühlen Jahrgang 2010 als vom warmen Jahrgang 2011. Damit jeder einen Schluck vom Reifenwein probieren kann, aus einem warmen Jahrgang, wie er vermutlich unsere Zukunft sein wird, bis zum zu warmen Jahrgang und zum kühlen Jahrgang, wie es die Vergangenheit von Langenhals darstellt. Welches ist der warme Jahrgang gewesen? 2011 ist der warme Jahrgang, 2010 der kühle Jahrgang. Gut, dann gebe ich gleich weiter. Ja, Wolfgang Zingel, ich bin Gründungsmitglied der Künstlergruppe Wochenglasur, die seit 25 Jahren versucht, künstlerische Projekte dergestalt zu forcieren und durchzuführen, dass sie konkrete Verbesserungen im Zusammenleben konzipiert und dann auch umsetzt. Und im Nebenberuf bin ich Kulturpolitiker noch 2-3 Wochen und seit 16 Jahren. Gut, dann würde ich sagen, zum Wohl auf einen interessanten Nachmittag. Und damit übergebe ich, nachdem ich einen Schluck probiert habe, wieder an euch für das Ritual. Naja, Ritual. Also wir haben ein paar kleine Bewegungen vorbereitet. Falls Sie sich gefragt haben, was das mit den Kostümen soll oder mit dieser Tischdekoration, denken Sie selber drüber nach. Es ist aber so, dass wir uns ganz gerne mit Regeln beschäftigen. Wir sind deutschsprachig, wir kennen uns mit Regeln gut aus und dass wir diese Regeln jetzt auch durchsetzen wollen. Und als erstes wollte ich Ihnen sagen, Sie werden alle gefilmt hier und je synchroner die Bewegungen stattfinden, desto schöner wird es dann für den Film. Fürs also, was ich damit sagen will, ein bisschen bemühen wäre gut. So. Sie haben Werkzeuge gekriegt, das Schönste davon ist das da. Ich spiele jetzt kurz Stewardess, wie mit der Schwimmweste, und sage, machen Sie es auf. Bitte. Die Handschuhe brauchen Sie noch nicht anziehen, das kommt erst später. Bitte die Spritzen aufmachen. Die Sonne wird jetzt durchgehen und dann würde ich Sie bitten, dass jeder von Ihnen eine Spritze aufzieht. Und dann aber warten. Und wartet, ja. Gefüllte Spritze im Handschlag bereits. Es ist nämlich, also so wie ich das mitbekommen habe, ist die Arbeit von Friedrich ein bisschen kapitalismuskritisch. Und es soll auch um die ehrliche, offene Rede gehen. Das heißt, ich kann Ihnen schon so viel verraten, Sie kriegen jetzt als allererstes von uns den Mund ausgewaschen. Also wir werden dann durchgehen und Sie werden dann auch in weiterer Folge das eine oder andere gegenseitige, soll man sagen, wirtschaftliche Gehabe an den Tag legen dürfen.
Ja, deine. Sie was Historisches erzählen zum Mundstuhl? Ja, bitte. Wir beschäftigen uns ja auch mit Tischritualen, weil wir ja das interessant finden, wie sich die Kultur entwickelt und wir eine ganz spezielle Art haben, wie wir essen, und es könnte ja eigentlich auch ganz anders sein. Man kennt es aus anderen Kulturen, die ganz anders essen, also mit anderen Werkzeugen und in anderen Abläufen. Aber auch bei uns war das ja nicht immer gleich. Und zum Beispiel war das bis vor ungefähr 100 Jahren üblich, dass man sich am Tisch, bevor man gegessen hat, den Mund ausgespült hat. Und da gibt es historische Quellen, da wurde das dann vom Kaiser Franz Josef, glaube ich, abgeschafft, weil das war zu laut. Das Problem war, es hat so einen unglaublichen Lärm gemacht. Aber wenn man in die Silberkammer oder so geht, kann man diese Schüsseln und so, die da verwendet wurden, noch bewundern. Und wir haben uns gedacht, warum nicht etwas machen, was uns jetzt alle gleich einmal in eine lustige Stimmung versetzt, was ungewohnt ist. Sie dürfen auch laut sein. Sie dürfen ruhig laut sein und Sie dürfen auch lachen. Und ich komme dann gleich zum Spucken ab. Wir haben es ist uns leider nicht gelungen, den Spucknapf aufzutreiben. Jetzt haben wir den Spucknapf des 21. Jahrhunderts besorgt. Das ist ein IKEA-Kochtopf. Ja, also Sie dürfen jetzt in Kinderarbeit reinspucken. Und so. Wir würden Sie bitten, wirklich gut nachdem, den Mund schon, auszuspülen. Darf ich bitte diese Spritze haben? So, darf ich bitten, den Mund zu öffnen? So. Danke vielmals. Das wird von rechts und links. Sehr schön. So laut. Es soll natürlich soll es laut sein. Und wenn Sie es jetzt lustig finden, gehen Sie mal zu einer Weinverkostung, da macht man das selber und dort ist es normal. Und wäre es nicht eh angemessen gewesen, dass wir es mit Wein gemacht hätten? Ja, wir haben kurz überlegt, ja. Aber wir wussten nicht, dass Sie das auch gut finden. Die gute Wein auch. Muss ja nicht der eigene sein. Ja. Also, wie gesagt, wir sind es gewöhnt. Wenn wir jetzt, meistens verkostet man in der Früh vor dem Frühstück, vor dem Kaffee, und man kostet nur, ob die Gärung in irgendeine schlechte Richtung geht. Und da kostet man 30, 40, 50 Fässer. Und natürlich spuckt man aus und spült nach jedem ausgespülten Wein auch den Mund noch mit Wasser aus. Und dann kommt der nächste Wirt an, weil sonst ist man ja kaputt gemacht in der Früh. Ja, Unverdünnt. Übrigens eine super Beobachtung von meiner Nachbarin, dass das nach Plastik jetzt geschmeckt hat. Und, Entschuldigung. In der Rede nur keine Einsatzbrüche. Also, wenn wir Wein abfüllen, kriegen wir den Wein auch in Plastikfolie geschrumpft. Und damit. Im Sommer riecht es so intensiv nach Plastik, dass die neue Flasche vor der Befüllung mit Wein noch einmal aviniert wird. Es kriegt zuerst jetzt ausgespritzt mit Wasser, dann noch mit Wein, also zum Verschwendungs- und dann wird es befüllt. Weil gerade bei sehr geradlinigen, leichten grünen Veltliner dieser Plastikgeschmack, so wie im Mineralwasser, schmeckt besser. Trotzdem nur von der Außenverpackung, wo die leeren Flaschen angeliefert werden. Das ist unglaublich. An dem Ausdampfen des Kunststoffs. Darf ich herzlich bedanken, dass Sie so schön mitgemacht haben. Nachdem wir uns jetzt schon auf einer recht intimen und persönlichen Ebene kennengelernt haben, ist das Eis jetzt gebrochen, glaube ich. Und wir dürfen jetzt zum nächsten Schritt übergehen. Und das ist, also Sie können beruhigt sein, das war schon mit Abstand das Grauslichste, was wir heute von Ihnen haben. Ab jetzt wird es nur noch entspannt. Du hast das Hauptgericht vergessen. Naja, eine Hand wäscht die andere, würde ich sagen. Und vor dem Essen Hände waschen ist schon ziemlich gut. Und jetzt würde ich Sie auch bitten, dass Sie das auch wirklich tun. Dass Sie sich immer gegenseitig die Hände waschen. Es dauert jetzt ein bisschen vielleicht,
kann man in der Zwischenzeit auch schon eine erste Gesprächsrunde anfangen, bis sich alle gegenseitig die Hände gewaschen haben. Wir sind im Land des gelb-schwarzen Syndikats, also ist das, glaube ich, auch ganz wichtig. Eine Hand wäscht die andere. Gegenseitig. Was ist das gelb-schwarze Syndikat? Ich stelle auf die Leute. Jetzt geht schon. Ja, okay. Steht ja fast eine Beziehung jetzt. Naja, das gibt ja Vertretbananen, gibt es auch vielleicht sind das welche, aber ich glaube ja nicht wahrscheinlich. Steht nichts rum. So, tun wir da. Gegenseitig. Haben wir ja. Nein. Alleine diese Mäntel zu besorgen. Soll ich darüber? So schwierig, ja. Diese Mäntel. Ja, die haben es vom Krankenhaus. Sehr weiche Hände. Das sind 14 Mäntel mehr bestellt. Ein bisschen spüren wir mit. Zum Reinigen, oder? Wir sind sauber. Schön. Zu Herzbeutel. Das heißt, wir zum Beispiel Schmerz. Ich habe jetzt schon mal. Meins war auch schmutzig, aber ich habe schon besser. Das ist schon ziemlich gut. Stimmt, ja. Ja. Willst du mehr Wein trinken irgendwann? Setz dich doch. Danke. Mir geht auch nichts darüber. Das hätten wir nicht gedacht. Die ganze Saison. Dass wir uns die Hände waschen. Oh, ja. Du meinst, jetzt kann ich nichts mehr erschüttern. Aber es hat noch niemand die Zukunft vorhergesagt. Ja, gerne. Ich bin schon kurz. Das ist eine Überraschung. Ich bin nicht drauf. Mhm. Ja. Das schmeckt gut. Ja. Wir können, wir haben ja unsere. Ja. Ist das so, das ist wie eine Türreine, oder? Das ist ja wirklich gereinigt. So weit kommen. Ja. Darf ich vielleicht bitten, jetzt die Gummihandschuhe anzuziehen? Aber schmeckt gut. Jetzt muss ich mal die Gummihandschuhe anziehen. Jetzt wird spannend. Die sind wieder nach Kuhstall schmecken. Also. Jetzt haben Sie nämlich saubere Hände, jetzt können Sie Gummihandschuhe anziehen. Und nachdem es bis zur Hauptspeise ein bisschen dauern wird, Sie also bewusst fasten werden und das ja verbotene Früchte sind, in der Mitte liegen der koloniale Nachtisch, wie es schon geheißen hat, müssen Sie jetzt einmal vorläufig mit Brot vorlieb nehmen und ich würde Sie bitten, sich einfach was abzubrechen, möglichst ein großes Stück, es dauert noch eine Zeit, bis die Hauptspeise fertig ist. Die Gutwaschung würde ja schon direkt. Das ist die österreichische Version davon. Ja, das ist gut. Schmeckt's? Jetzt wird's spannend.
Ziemlich abgefahren. Das ist so klinisch, oder? Noch nicht essen. Noch nicht essen. Noch nicht essen. Noch nicht essen. Johannes, du musst das Brot weglegen. Du darfst noch nicht essen. Essen. Ich werde alles verordnet. Ach so, ja. Ja, genau. Es gibt Regeln. Strenge Regeln. Ich dachte, die Deutschen reizen sich an Regeln. Ich komme nicht ganz aus Deutschland, aus Rheinland. Das ist die Deutschen. Oh, aber nicht mit der Hand. Das stimmt. Das riecht auch gut. Das ist wirklich ein Reinfessen, oder? Das ist eine Versuchung, oder? Du würdest vielleicht noch ein paar Flaschen drauf setzen. Ja, das ist schön. So, verehrte, nicht erbeißen von der Flasche. Also ich habe... Ich auch. Ich guck mal vor, wie du es da. Ich war nur 5 Jahre und ich weiß, wie es dazu geht. Das hat mich jetzt fast aus dem Konzept gebracht, das Wort Internat. Ja, Sie haben jetzt Butter, also Fett, Sie haben Brot, angeblich ein Grundnahrungsmittel, zumindest tun wir so. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie sich ein bisschen Butter aufs Brot streichen, wenn Sie ganz synchron, haben wir gesagt, wenn Sie damit fertig sind, nehmen Sie es dem Nachbarn wieder runter und zwar immer nach links. Ja, die Butter vom Brot. Nehmen Sie dem Nachbarn dann die Butter vom Brot wieder runter. Es kann ruhig ein bisschen zugehen. Ja, zuerst draufstreichen, dann wieder runternehmen. Nehmen Sie dem Nachbarn die Butter vom Brot. Das ist jetzt echt ein Witz. Wohin? Nimm mal den linken. Ich komme schon noch kein. Nein, nein. Also, ja, so. Ja, aber du mir. Nach links legt jemand. Nach links? Nach links? Ja. Nein, 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 du hast dann die Butter deines Nachbarn, die hast dann du. Aber die gehört mir. Nachbarn. Ja, das ist wurscht. Schaut euch das an, da kommen die ganz vorne. Ich kenne, man kann nach links oder rechts essen. Das kann man nach links essen. Nein, gibt's wieder. So geht's auch, ja. Na, Reue ist keine. Vorsicht. Wer weiß, was da noch kommt. Ja, wenn das dann passiert ist, ob man da irgendwie Kolben hin und her gemacht hat, dann würde ich sagen, Brüderzeug endlich oder Verschwesterzeug endlich. Und wer jetzt deswegen fragt, sie auch alle Gummihandschuhe, bitte immer den linken Nachbarn füttern. Mit der Hand in den Mund. Und damit, glaube ich, sind wir dort angelangt. Auf dem Eigenen. Wo es der Friedrich hinhaben will, nämlich das ist mein Interview. Du musst den anderen. Ich glaube, du kannst auch nicht bald durch die Sonne. Immer. Du hast schon so einen Hunger. Jetzt haben wir was. Voll, das ist ja fair. Viel oder wenig Brot. Ja, das war. Nein. Ich finde es super lang, es gibt Butter und Fritter. Jetzt muss ich sie. Na bitte, jetzt kommt die Butter wieder zurück. Das Absurde ist im Übrigen, also absurd ist das ja gar nicht, aber wir hatten vor langer Zeit ein afrikanischer Gastronom in Österreich erzählt, dass die höchste Form der Sterblichkeit in Äthiopien sei, wenn man von der Dame des Hauses mit der Hand in den Mund gefüttert wird. Und lustigerweise hat mir das letzte Woche genau hier
Ein anderer Gast erzählt, dass das dem wirklich passiert ist, einmal in Äthiopien, dass er wo eingeladen wurde, das ist ein Österreicher, und dort von einer Frau, die er noch nie in seinem Leben vorher gesehen hat, mit der Hand in den Mund gefüttert wurde, und er hat gesagt, das war das intimste und extremste kulinarische Erlebnis, das er jemals hatte. Und wo wir beim Wort extrem sind, übergebe ich jetzt hier das Wort von Friedrich. Und wir danken fürs Mitmachen. Ihr wart geduldig, einigermaßen. Also, überhaupt. Ich hab kaputt am Meer. Na wirklich, also wir ziehen uns in die Küche zurück, lassen aber Brot und Butter da. Ja, gerne. Aber wunderbar. Meinst du, dass das nicht ausreicht? Ja. Ich habe noch vollen Mund. Hat einen großzügigen Nachbarn. Also ihr esst weiter, ihr trinkt weiter oder ihr wartet auf die Hauptspeise. Ich lese jetzt ungefähr 20 Minuten ein Kapitel aus dem noch nicht fertig geschriebenen Roman, über den wir dann diskutieren. Cornelia stellt die Deutsche Stiftung für Nachhaltigkeit und Kunst der Öffentlichkeit vor. Wir lernen Issa kennen und Florian entscheidet sich, ein beinahe unmoralisches Angebot anzunehmen. Florian und Lena eilten die Treppenstufen zur Nationalgalerie hoch, doch als sie die Schlange vor dem Eingang sahen, wussten sie, dass die Veranstaltung mit Sicherheit noch nicht angefangen hatte. So viele Leute lässt man nicht draußen stehen, wenn man eine Pressekonferenz abhält, dachte Florian. Im Innenraum herrschte enges Gedränge. Jürgen, ein Kurator aus Dortmund, der extra für die Veranstaltung angereist zu sein schien, klopfte Florian auf die Schulter. Tolle Ausstellung, die du da im Haus der Kunst gemacht hast. Wirklich sehr beeindruckend. Läuft alles? Klar, läuft gut. Und was machst du hier? Na, guck dich doch um, es sind doch eh alle da. Jeder Museumsmensch, der etwas zu sagen hat in der Kunstwelt, ist heute hier. Was willst du denn überhaupt hier? Du bist doch sonst immer so kritisch gegen alles, was kapitalistisch ist. Na, genau deshalb. Florian zeigte ihm sein Handy. Undercover. Ich filme das alles. Nachhaltigkeit, deutsche Industrie, das stinkt doch zum Himmel. Und jetzt Kunst fördern, Greenwashing, naja, das Spiel kennen wir ja alle. Welche Bank hat deine letzte Ausstellung gesponsert? Der Kollege zuckt mit den Schultern. Siehst du? Fuhr Florian fort. Das kann doch nicht so weitergehen. Ich mache gerade was über Umweltzerstörung, einen Film über Bergbau und seine Folgen. Und die da? Er drehte den Kopf in Richtung Cornelia Grund, die neben dem Podium stand, ist Chefin von so einem Bergbauunternehmen, Mining International. Die graben halb Afrika um, Bodenschätze, alles, Kohle, seltene Erden, Gold, alles, womit du Geld verdienen kannst. Entwicklungshilfe, so nennen die das. Da bleibt kein Grashalm mehr übrig, wenn die was gefunden haben, was sie aus der Erde rausholen können. Mal gucken, vielleicht kriege ich heute noch etwas Material dafür zusammen. Cornelia Grund betrat das Podium und klopfte auf das Mikrofon. Alle im Raum wurden still. Ihre Rede begann mit der Vorstellung der neuen Stiftung, die den klangvollen Namen Stiftung Nachhaltigkeit der deutschen Industrie tragen sollte. Eine Stiftung, die, wie sie erzählte, erstmal ein Experiment sein sollte. Ausgestattet mit 5 Millionen Euro, viel Geld auf der einen Seite, aber auch nicht genug, wie sie erklärte. Deshalb solle in den nächsten Jahren noch mehr Geld eingeworben werden. Aber, so erklärte Cornelia Grund, dafür müsse erstmal ein gutes Konzept entwickelt werden. Und genau dafür seien die 5 Millionen da. Ein Raunen ging durch den Raum. 5 Millionen für ein Konzept? Das ist viel Geld, sehr viel Geld. Doch damit war die Ankündigung noch nicht zu Ende, denn die Frage, so Cornelia Grund, sei ja, wer ein Konzept entwickeln könne, ein wirklich überzeugendes Konzept für die Arbeit dieser Stiftung. Und deshalb sei der erste Schritt, dass ein völlig neuartiges Stipendium initiiert werde, eine Carte Blanche. Dieses Stipendium, so führt sie aus, stellt einer Person 500.000 Euro zur Verfügung, damit sie ein Konzept entwickelt. Nicht irgendein Konzept, sondern die Idee für ein Projekt, die das Denken über Nachhaltigkeit nachhaltig verändert, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn dieses Konzept überzeugt, werden für die weiteren Planungen die übrigen 4,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und wenn es nicht überzeugt, wird wieder ein Stipendium vergeben, um das richtige, das wirklich überzeugende Konzept zu finden. Das machen wir so lange, bis entweder eine überzeugende Idee gefunden ist oder die 5 Millionen verbraucht sind.
Das anfängliche Rumoren war verstummt. Alle Anwesenden hörten Cornelia Grund wie gebannt zu. Und wir haben Sie eingeladen, setzte Cornelia Grund ihre Ausführungen fort, weil einer von Ihnen diese Person sein soll. Ein lautes Raunen durchbrach die Stille im Saal. Sie fragen sich jetzt bestimmt, wer der erste Stipendiat sein soll. Das darf ich Ihnen gleich verraten. Er oder sie ist heute hier. Ich habe die Person schon gesehen. Das Projekt mit dem Umweltbundesamt kam unerwartet zu mir. Ich bekam per E-Mail einen Hinweis auf eine Ausschreibung, traf die Verantwortliche per Zufall auf dem Wochenmarkt, gab mein Angebot ab und bekam den Auftrag. Welchen Beitrag kann Kunst und Kultur zur Nachhaltigkeit leisten, war kurz gefasst dieser Auftrag. Sehr bieder, zudem ein sehr instrumenteller Kunstbegriff, aber, so meine damalige Überlegung, wenn man aus diesem Grund sich an einer Ausschreibung nicht beteiligt, darf man sich nachher nicht wundern, wenn es genauso ausgeführt wird. Heute würde ich jedem, der sich ernsthaft mit Kunst auseinandersetzt, darauf hinweisen, dass das Umweltbundesamt, zumindest was Kunst betrifft, sowohl konservativ als auch kritikresistent ist. Eine sehr ungünstige Kombination. Aber das wusste ich damals noch nicht. Außerdem hatte mein schon seit längerem verstorbener Vater im Bundesumweltministerium gearbeitet und die Vorstellung, dass ich mit einer Behörde zusammenarbeiten sollte, mit der mein Vater dienstlich auch zu tun hatte, erfüllte mich mit einem positiven Gefühl. Schließlich hatte mein Vater nicht allzu großes Zutrauen in meine Interessen gehabt und würde nun quasi postmortem eines Besseren belehrt. So dachte ich zumindest, als das Projekt seinen Anfang nahm. Wir haben einen Kurator ausgesucht, der dafür bekannt ist, sehr kritische, ja sogar radikale Ausstellungen zu machen. Die alle kennen ihn. Er ist berühmt für seine Aktionen, für seine Projekte, die uns, gerade uns als deutsche Industrie, scharf, aber eben oft auch treffend kritisieren. Sie ahnen es vielleicht schon. Ich meine Florian Borot. Lautes Klatschen im Saal. Die Kameraleute, die die Veranstaltung entweder für die Stiftung oder für einen Fernsehsender dokumentierten, richteten ihre Objektive auf Florian, der halb erschrocken, halb verwundert guckte. Mögen Sie zu mir kommen, Herr Borot? Oder wollen Sie das Stipendium etwa ablehnen? Der Saal lachte. Florian hielt einen Moment inne, schien zu überlegen, was das richtige, angemessene Verhalten sein könnte. Lena beugte sich zu ihm, flüsterte etwas ins Ohr, worauf er lächelte. Er zog sein Mobiltelefon aus der Tasche und hielt es vor sich, wohl möglich, um Fotos zu machen oder einen Film, und bahnte sich den Weg zum Podium. Instrumentalisierung, Schreckgespenst der Begegnung von Kunst, Politik und Wirtschaft. Als ich die erste Skizze für diese Geschichte im Umweltbundesamt vorstellte, erntete ich Kritik. Wieso eine Stiftung Nachhaltigkeit der deutschen Industrie? Das sei doch ein durchsichtiger Konflikt. Wer würde sich schon darauf einlassen? Schöne Worte, dachte ich mir, die an der Wirklichkeit vorbeigehen. Eine der aktivsten Akteure im Bereich Kunst und Nachhaltigkeit in Deutschland ist derzeit die Stiftung Innogy, ins Leben gerufen vom gleichnamigen Unternehmen, das sich auf saubere Energie spezialisiert hat. Schön und gut, aber dieses saubere Unternehmen ist eine Tochter von RWE und RWE holzt den Hambacher Forst ab, um an die Braunkohle ranzukommen, gegen alle Proteste und trotz des absehbaren Endes von Kohlekraftwerken in Deutschland zum Trotz. Es sind diese Widersprüche, gegen die wir vorgehen müssen oder die wir auszuhalten haben, mit denen wir so oder so einen Umgang finden müssen. Florian trat ans Mikrofon. Danke, danke, ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Ich bin hier heute eigentlich hergekommen, um für mein neues Projekt über Bergbau und Umweltzerstörung ein paar Aufnahmen zu machen. Er hob sein Handy hoch und drehte es in die Runde, als wollte er die anderen Anwesenden filmen. Und nun wollen Sie, dass ich ein Projekt für Ihre Stiftung mache, deren Geld durch Umweltzerstörung verdient wurde? Kann ich das machen? Soll ich das machen? Ein klassischer Wendepunkt. Hier könnte die Geschichte unterschiedliche Wege nehmen. Bleibt Florian hart und lehnt das Geld ab? Oder kommt er zu der Ansicht, dass er das Geld nutzen könnte, um ein gutes Projekt zu machen? Als ich mit der Geschichte noch relativ am Anfang stand, befragte ich einige Bekannte zu ihrer Haltung in diesem Grundkonflikt. Amelie Deuffelhardt, die Leiterin von Kampnagel, einem Off-Theater in Hamburg, positionierte sich ganz klar. Geld ist immer schmutzig und Kunst ist eine Maschine zur Geldwäsche. Wir nehmen dreckiges Geld und machen damit Projekte, die die Gesellschaft verändern. Und noch weiter ging Bonaventure Indikong, der in Berlin mit Savvy Contemporary einen politisch engagierten Kunstraum gegründet hat. Er warf mir vor,
dass Florians Abwehrhaltung typisch sei für eine saturierte weiße Perspektive, die es sich leisten kann, auf Geld zu verzichten, weil sie eh genug hat. Florian machte eine Pause, beobachtete die Reaktion im Saal und die von Cornelia Grund. Florian erwartete einen Ausdruck von Verärgerung, aber nichts dergleichen. Cornelia Grund schaute ihn interessiert an und lächelte. Fast schien es ihm, als wolle sie ihn damit bestärken, genauso weiterzumachen. Er hob seine Kamera, um den Saal zu filmen. Dann beugte er sich wieder zum Mikrofon. Nein. Er hielt noch einen Moment inne. Sie denken, Kunst könnte die Welt retten, die Wunden heilen, die die Ökonomie, die ausbeuterischen Weltverhältnisse in die Körper und Gedanken der Menschen gerissen haben? Aber Kunst wird nicht die Welt retten, nicht ihre Welt. Und dann sagte er nochmal, ganz langsam, nein. Wieder machte er eine Pause. Er genoss die Verwunderung in den Augen der Zuhörer, denn mit dieser Verweigerungshaltung hatte dann doch niemand gerechnet. Sie wollen also, dass ich für Ihre Stiftung arbeite, für eine Stiftung Nachhaltigkeit der deutschen Industrie? Was für ein Name. Nice try, aber Sie wissen alle hier, dass ich das nicht machen kann und nicht machen will und deshalb nicht machen werde. Kunst kann man nicht kaufen. Ein Raunen ging durch den Saal, dann begannen alle zu klatschen, manche, weil sie von Florians Haltung und seinen offenen Worten beeindruckt waren, manche, weil sie sich nun Chancen ausrechneten, selbst für das Projekt ausgewählt zu werden. Florian trat zurück, um das Podium zu verlassen, wandte sich Cornelia Grund zu, die ihr Klatschen unterbrach und ihm ihre Hand entgegenstreckte, doch Florian ging großlos an ihr vorbei. Nachdem sich das Klatschen gelegt hatte, trat Cornelia Grund nochmal an das Mikrofon. Wir haben es nicht anders erwartet. Florian Büro wäre nicht Florian Büro, wenn er dieses Angebot sofort angenommen hätte. Ihr Blick suchte nach Florian, sie fand ihn am Ende des Saals. Nehmen Sie sich ein paar Tage Zeit, rief sie ihm zu. Reden Sie mit Bekannten und Freunden darüber. Wie gesagt, unser Angebot steht nach wie vor. Wir suchen ja den Austausch. Dann richtete sie sich wieder an die anderen Anwesen, wünschte einen schönen Abend und lud zum Buffet ein. Alles vegetarisch, aber das versteht sich ja von selbst. Die Menschen setzten sich in Bewegung, Gespräche wurden fortgesetzt, ein Thema, über das man kontrovers diskutieren konnte, gab es ja nun. Als Auftakt für das Projekt vom Umweltbundesamt machten wir einen Workshop auf der Insel Film. Die Insel Film liegt direkt vor der Südküste von Rügen, mit einer kleinen Fähre kann man übersetzen. Die Insel ist ein Naturschutzgebiet, große Teile sind ein Totalreservat, das man nicht betreten darf. Auf der Insel befindet sich aber auch die Internationale Naturschutzakademie, eine Einrichtung des Bundesamtes für Naturschutz. Und hier waren die ersten Stipendiaten unseres Forschungsprojektes untergebracht. Dieser Stipendienaufenthalt entwickelte sich zu einem veritablen Desaster. Das Scheitern war dem Projekt von Anfang an eingeschrieben, aber zum Auftakt waren alle noch hoffnungsvoll. Ein Workshop also, der unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen sollte, bei dem aber schnell deutlich wurde, dass das Amt einen doch sehr instrumentellen Blick auf Kunst hatte, während die beteiligten Künstler sich gegen Instrumentalisierung zu wehren versuchten. Und ein Argument innerhalb der Diskussion war, dass Kunst das Recht habe, folgenlos bleiben zu dürfen. Diese spontane Äußerung blieb mir im Gedächtnis hängen, sie verließ mich nicht mehr, sie löste etwas in mir aus. Ein Gefühl von Freiheit, das ich seitdem nicht mehr missen möchte. Florian war noch immer aufgewühlt, als er merkte, dass er vergessen hatte, seine Tasche an der Garderobe abzuholen. Also nochmal zurück, wieder die Treppe hoch, die letzten Gäste gingen gerade, gut gelaunt oder einfach nur betrunken. Alle hatten einen unterhaltsamen Abend gehabt beim Flying Dinner, genug gegessen und viel getrunken. Einzelne Grüppchen standen da herum, die Schnorrer, die sich das letzte Häppchen und vor allem die Reste des kostenlosen Weins nicht entgehen lassen wollten, während die Servicekräfte, wie es so schön heißt, schon mit dem Aufräumen begonnen hatten. Die Garderobe war leer, Florian sah seine Tasche nicht mehr. Scheiße, dachte er, das hat gerade noch gefehlt, regte sich kurz auf, beruhigte sich dann wieder, weil außer ein paar Büchern nichts Wichtiges verloren gegangen sein könnte, ärgerte sich aber dennoch nicht über die Tasche, sondern über seine Gedankenlosigkeit. Ein Zeichen, dass ihm das Angebot von Cornelia Grund und ihrer Stiftung doch mehr aufgewühlt hatte, als er sich selbst eingestehen wollte. Etwas hilflos blickte er sich um, unsicher, welchen der umherlaufenden Kellner er ansprechen sollte. Issa! Rief Lena plötzlich. Am Ende des Saals drehte sich ein Mann um, mittelgroß, schwarz.
Er schaute sich kurz um, als wolle er prüfen, ob er beobachtet werde, dann ging er zu Lena und Florian. Als Lena ihn zur Begrüßung umarmen wollte, machte er eine abwehrende Bewegung. Ich arbeite hier. Drehte sich wieder um, ob ihm auch niemand zuschaut. Entschuldigung, antwortet Lena verunsicher. Wie geht's dir? Hast du eine Idee, wo meine Tasche sein könnte? Ich habe sie in der Garderobe vergessen, sagte Florian, bevor Issa auf Lenas Frage antworten konnte. Die ist oben im Mitarbeiterraum. Ich hol sie schnell, antwortete Issa, drehte sich um, erleichtert, sich aus der Gesprächssituation lösen zu können. Warte, sagte Lena, ihm am Arm haltend. Wir kommen mit. Issa soll im weiteren Verlauf der Geschichte eine wichtige Rolle übernehmen als Gegenpart zu Florian. Ist es rassistisch, dass ich Issa als schwarz attributiere, während ich bei keiner anderen Person eine Hautfarbe beschrieben habe? Wird es Sozialkitsch, wenn ich einen Flüchtling in die Geschichte einbaue? Und kann ich als weißer, privilegierter Europäer sinnvoll die Perspektive eines Flüchtlings nachzeigen? Oder ist das auch eine Form der Instrumentalisierung, vor der ich Kunst eigentlich bewahren will? Issa war auch an der Akademie, erzählte Lena Florian, während sie hinter Issa herliefen. Er kommt aus dem Sudan, ist seit 5 Jahren hier. Er hat echt gute Sachen gemacht. Florian nickte gedankenverloren. Lena erzählte weiter von Issa, den Schwierigkeiten, eine Galerie zu finden. Schließlich kamen sie im Mitarbeiterraum an. Florian sah sofort seine Tasche, die mit 2 Regenschirmen, einer Plastiktüte und einem Schal auf einem Tisch lag. Danke, sagte Florian. Vielen Dank, nahm sich seine Tasche und ging wieder zur Tür. Ich melde mich bei dir, sagte Lena zu Issa. Florian, der den Raum schon fast verlassen hatte, drehte sich nochmal um, rief, kommst du? Zu Lena, die mit einem gleich antwortete. Darf ich Ihnen was sagen? Rief Issa zu Florian. Florian schaute Issa verwundert an. Ja, klar, sag ruhig. Was Ehrliches? Ja, ja, bitte. Issa richtete sich ein Stück auf. Sie sind arrogant und scheinheilig. Natürlich kann Kunst nicht die Welt retten, wie auch. Aber sie kann es versuchen. Wir alle kennen die Spielregeln. Kunst braucht Geld. Und Geld schmückt sich gern mit Kunst, auch mit kritischer Kunst. Und Sie behaupten, Sie machen da nicht mit, dass ich nicht lache. Was machen Sie denn die ganze Zeit? Sie spielen das Spiel doch mit. Ganz erfolgreich sogar. Issa ging ein paar Schritte auf Florian zu, stand jetzt direkt vor ihm. Sie haben doch einfach nur Angst. Sie haben Schiss, dass Sie mit den 5 Millionen nichts auf die Beine stellen, was richtig gut ist. Lena schaute erschrocken, Florian sagte nichts. Sie standen einen Moment rum. Issa schaute Lena an und Lena erst Florian und dann auf den Boden und Florian schaute aus dem Fenster. Ich muss wieder arbeiten, sagte Issa in die Stille. Warte kurz, Florian musterte Issa. Du hast also Kunst studiert? Issa kniff die Augen zusammen. Das hat Lena ihn doch gerade erzählt. Und du glaubst, man sollte das Geld annehmen, weil Geld eh schmutzig ist? Issa zuckte mit den Schultern. Florian schaute wieder zum Fenster raus, dann grinste er. Dann komm in mein Team. Morgen rufe ich die Grund an und sag ihr, dass ich mir eine Zusammenarbeit doch vorstellen kann. Mal schauen, ob sie sich auf meine Bedingungen einlässt. So, das war die Passage, die ich lesen wollte. Wie angekündigt, würde ich jetzt für die nächste Stunde an dich übergeben. Das Essen kommt irgendwann und wir essen einfach weiter und Also ich würde jetzt sehr gerne die 3 kuratierten Gäste bitten, die haben ja den Text schon im Vorfeld bekommen, ihre Meinung dazu uns zu erzählen. Und nachdem wir einen totalen Frauenüberhang heute haben, würde ich auch das umdrehen, die ganze Situation, sonst heißt ja immer Ladies first. Ich würde heute sagen Männer zuerst und würde den Herrn zu beginnen. Außer Sie meinen den Herrn Zangl. Nein, Entschuldigung. Ja, aha, naja, aber wenn mehr Frauen da sind, dann müssten die Frauen beginnen, damit es sich ausgleicht. Wenn die Männer am Anfang sind, bleiben die Frauen am Schluss über. Egal, Sie leiten die Diskussion. Ja. Ja, also wir kennen uns ja schon länger und wir führen diese Diskussion schon seit 10 Jahren oder so. Diese Überlegung gibt es ja auch in der Antike schon, ob die Kunst und Ethik, wie das zusammenspielt, ob das möglich ist, dass es
ein richtiges Leben im Falschen gibt, wie das bei Adorno so schön heißt. Und da haben wir mal so auch einen Diskurs geführt dazu. Ich glaube, eine zentrale Grundannahme, und darum bin ich schon froh, dass ich am Anfang da jetzt rede, ist sehr in Frage zu stellen, und die ist die nach der Kunst grundsätzlich. Also wenn man sagt, Kunst ist frei, geht man davon aus, genauso wenn man sagt, Geld ist schmutzig, dass sowohl das Geld als auch die Kunst sowas wie ein Wesen haben mit Eigenschaften. Und das würde ich einmal sagen, wissen wir spätestens seit den 60er Jahren, ist eine Annahme, die jeder Wirklichkeit entbehrt. Kunst ist, und da sind sie trotz vieler, vieler Begriffsverwirrungen, Diskussionen, jeder weiß, was Kunst ist und dann wieder doch nicht, aber in einem Punkt ist, glaube ich, heute große Überzeugung und Übereinstimmung, eine soziale Konstruktion. Das heißt, Menschen, Gruppen von Menschen finden für sich, was Kunst ist. Und gerade deswegen, weil das sich immer wieder ändert, weil die Gruppen immer wieder neue Kunstbegriffe haben, ändert sich auch der Kunstbegriff. Und daher kann man nicht sagen, Kunst ist frei, sondern Kunst ist ganz im Gegenteil sehr abhängig von den jeweiligen Menschen einer Gruppe, die diesen Kunstbegriff definieren. Und wenn man das mal jetzt sozusagen im Augenschein hat und dann auch bei Geld sagt, das ist keine unbedingt eine Wertigkeit, sondern zunächst einmal ist Geld ein Tauschmittel und es kommt immer darauf an, wer damit was macht, kann man auch da sagen, sowohl was das Geld, den Geldeinsatz als auch den Prädikateinsatz Kunst, das wird sozusagen als Prädikat vergeben, dieses Vokabel, eine Auszeichnung für ganz bestimmte Leistungen, da ist es sehr abhängig und kann niemals frei sein. Es ist abhängig von denen, die dieses Prädikat vergeben, von denen, die das Geld einsetzen. Und jetzt kann man überlegen, wer setzt es wofür ein, wer lässt sich wofür instrumentalisieren, wer instrumentalisiert umgekehrt, wiewohl es den Anschein macht, es würde er oder sie instrumentalisiert werden. Fragen wir vielleicht die Künstlerin dazu jetzt, die Rosemarie Lukasser. Ja, ich habe den Text gesehen und gelesen und war mal völlig überfordert. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Begriff anfangen soll oder mit der Frage, Kunst soll folgenlos sein. Sagt mir irgendwie nichts. Da bin ich eher bei dem, was Sie gestern im Vortrag gesagt haben, mit dem, ich von da, wo ich herkomme, tue mir leichter, wenn ich irgendwo blöd um mich herum sitze, als gescheit reden. Aber für mich ist jetzt die Kunst, für mich ist die Kunst oder das, was ich mache, das ist Bildhauerei und deswegen kann ich jetzt da sitzen, weil ich eingeladen worden bin, meine Figuren da zu zeigen und als Gegenleistung bei der Akademie dabei zu sein. Und ich war jetzt letztes Wochenende da und das Wochenende. Nächstes geht es für mich leider nicht. Und ich bin ganz begeistert von dem, was ich da sehe und so, was da alles so passiert. Und auch wo ich da irgendwie so abgeholt wäre. Schön habe ich auch gefunden, dass wir gestern und heute gesungen haben. Ja, dann hake ich da gleich mal ein. Als ich den Text gelesen habe, habe ich mir gedacht, gut, Friedrich beschreibt meinen Alltag. Nichts Neues. Das ist ein Gegensatz, mit dem man sich, glaube ich, echt, zumindest in meinem Beruf, täglich auseinandersetzen muss. Was ich vielleicht auch nochmal als Diskussion in den Raum stellen möchte, ist, du sprichst von dem Kurator, aber ist der freischaffend, ist der
Teil einer Institution, die er vertritt. Ja, ich bin ja hier auch sozusagen jetzt in meiner Funktion für ein Haus, das gewisse Werte hat. Wir haben aber auch Sponsoren, mit deren Werten ich mich nicht identifizieren kann. Nichtsdestotrotz können wir Dinge machen mit diesem Geld, die sonst nicht möglich wären. Also man muss sich da ganz hart die Frage stellen, machen wir die Ausstellung oder haben wir keinen Sponsor und dann machen wir eine Ausstellung weniger? Ist das dann die Lösung? Würde ich jetzt auch mal so schwierig finden. Ich glaube, was ich jetzt in der Runde irgendwie sehr interessant finden würde, weil wie gesagt, für mich ist das Alltag, ich glaube, für Künstler ist das auch Alltag, dass man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Aber was ich eben bei Globert immer ganz spannend gefunden habe, für mich ist das eine Blase, in der ich mich befinde. Und dann kommen solche Sprüche wie, ja toll, deine Ausstellung, super. Also du hast ja wirklich das komplette Jargon aufgegriffen, mit dem man da so... Worthülsenbilder, die nichts aussagen, was heißt denn auch ein großes Projekt, wie misst man denn sowas, ja? Also wie misst man denn, wie großartig das ist, messe ich das, wenn ich eine Person erreiche, die dann wieder 100 andere Leute erreicht, ist das dann ein großartiges Projekt oder ist es ein großartiges Projekt, wenn sich die Ausstellung 7 Millionen Menschen ansehen und nichts davon mitnehmen, also diese Definitionen, ja, was macht man mit dem Geld und was ist dann das Ergebnis und auch was heißt dann folgenlos? Also ich glaube, auch diese Folgenlosigkeit muss man mal hinterfragen, aber mich würde jetzt eigentlich in der Runde ein bisschen interessieren, wie das jemand von außen wahrnimmt, diese Diskussion. Ja? Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht nur eine kunstimmanente Diskussion, die man hier hat. Ja? Genau. In diesem Sinne möchte ich jetzt die Diskussion öffnen für alle und wer möchte sich als Erster dazu melden? Ich sage mal was aus der Wissenschaft, weil wir haben natürlich die gleichen Fragen und auch Herausforderungen. Ja, danke. Also ich fange nochmal an, ja. Also wir aus der Wissenschaft haben ja sehr ähnliche Herausforderungen und auch Situationen, dass wir Geld brauchen und dass wir dieses auch nehmen, und um unsere Ergebnisse vorzulegen. Es ist sehr interessant, dass vor allem in der Grundlagenforschung diese Ergebnisse keine Rolle spielen. Mhm. Ja, also das habe ich schon oft gesehen, dass wir wissen Dinge ganz genau, es ist bewiesen, es ist, liegt auf dem Tisch, aber es wird nicht aufgegriffen, weil es nicht opportun ist. Ja, ich meine, die ganze Diskussion um den Klimawandel, ich meine, die Wissenschaft spricht davon seit den 60er Jahren. Und noch spricht nicht nur darüber, sondern es wird auch geforscht. Was jetzt passiert, und das ist nämlich das, die andere Wissenschaftsforschung, die aus meiner Sicht nur sekundär ist, das ist die, nicht die Grundlagenwissenschaft zu fördern, sondern die angewandte Wissenschaft. Und hier wird das Ganze natürlich schon ernster. Weil wenn ich sage, ich kann etwas reparieren, indem ich neue Technologien entwerfe, sei es in der Medizin, also ich kann also die Allergien, die wir alle angehäuft haben aufgrund der Umweltbedingungen heilen, oder ich kann irgendeine Maschine machen, die es besser gestaltet, wie wir mit Frischwasser umgehen und so weiter, dann ist das natürlich direkte Auftragsforschung, die dann aber auch immer mit dem Interesse verbunden ist, das in Wert zu setzen, das auf den Markt zu bringen. Und hier besteht meines Erachtens in der Öffentlichkeit oft wenig Verständnis, dass Grundlagenwissenschaften und angewandte Wissenschaften verschiedene Ergebnisse bringen und dass diese Ergebnisse auch nicht übereinstimmen. Man kann das dann sagen, sie stimmen nicht ideologisch überein, aber sie stimmen auch nicht auf den Grundlagen, auf dem Wissensstand überein. Und das finde ich dann auch immer sehr interessant, es werden da so Wissenschaftler ständig so herangezogen, um irgendeine Expertise auch in der Öffentlichkeit auszusagen, aber sie findet keinen Widerhall, sei es in den politischen oder finanziellen Entscheidungen. Und das finde ich eigentlich die noch größere Diskrepanz als die Situation und die Tatsache, dass wir auch Geld von der Industrie nehmen. Also dieses nicht beachtet werden.
Ich weiß nicht, ob das auch hier irgendwie anklingt in der Kunstszene. Ja, mein Beitrag. Danke. Johannes? Ich fand das unglaublich spannend, das Kapitel, und war ganz begeistert. Ich dachte eigentlich, man müsste da eine Buchreihe draus machen. Denn das könnte man auch aus der Forschungsperspektive beschreiben, obwohl ich keine Romane schreibe, also ich würde es nicht schreiben. Aber nichts mit zu tun. Ich forsche eigentlich über Technikphilosophie und nachhaltiges Denken gegenwärtig. Und da gibt es schon ein paar interessante Phänomene, die sowohl die Kunst als auch die Wissenschaft auszeichnen. Ich glaube übrigens nicht, dass man das kein Wesen der Kunst gibt und dass das gesellschaftliche Konvention ist, aber ich glaube nicht, dass wir definieren können, was das Wesen der Kunst ist. Das ist ein kleiner Unterschied, aber der hat weitreichende Folgen. Und das größte Problem wurde eigentlich von John Maynard Keynes in einem Aufsatz geschrieben, den ich gerade gelesen habe, von 1910. Er sagte, in 100 Jahren, das wäre jetzt, werden wir wirtschaftlich so entwickelt sein, dass alle Bedürfnisse eigentlich befriedigt werden können. Das größte Problem wird darin liegen, dass wir immer noch so denken werden wie in der Industriegesellschaft und mit dieser Situation nicht umgehen können. Der Schlüssel zu nachhaltigem Denken, nachhaltigem Leben, nachhaltiger Kunst und nachhaltiger Wissenschaft ist eigentlich, dass man das, das wusste schon Aristoteles, um seiner selbst willen macht. Keine Kunst ohne die Musen. Und wir haben gegenwärtig ein Denken, das sich übrigens schon seit 700 Jahren anbahnt, das habe ich versucht zu rekonstruieren, das ich als Modelldenken bezeichnen würde. Das Modelldenken heißt, du machst ein Projekt, musst mir sagen, was rauskommt und sagen, was deine Voraussetzungen sind, dein Plan und das Ergebnis. Und diese Art von Modelldenken verkennt, was eigentlich Wissenschaft, Kunst oder Forschung ist. Wissenschaft, Kunst oder Forschung kann ich nicht dadurch fördern, dass ich Projekte fördere, sondern dadurch, dass ich Persönlichkeiten fördere. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir wissen seit Vasari, dass es keine Kunst ohne Kapitalismus gibt. Aber zu Vasaris Zeiten hat der Mäzen einen Künstler und nicht ein Kunstprojekt gefördert. Und das heißt, ich muss eigentlich, selbst wenn die Industrie das macht, muss ich der abverlangen, dass sie das Risiko eingeht, dass irgendwas rauskommt, das sie nicht geplant hat und wahrscheinlich noch nicht mal in ihr Konzept passt. Aber diese Risikobereitschaft, die einen echten Mäzen auszeichnet, Generosität nannte man das früher, die gibt es nicht. Du musst einen Plan haben und dann kommt dieses Problem ins Spiel. Nach Brecht, ja, mach nur einen Plan, sei nur ein kluger Wicht, dann mach noch einen zweiten Plan gehen, tun sie beide nicht. Aber man will wenigstens einen Plan haben. Und das große Problem, das wir gegenwärtig haben, ist natürlich, dass Wissenschaft klassischerweise nicht anwendungsorientiert war bei Humboldt. Es gab Fachhochschulen und es gab Universitäten und nach Humboldt darf eine Universität nicht anwendungsorientiert mit Feedback. Das Problem liegt natürlich heute darin, dass wir zwischen Ingenieurswissenschaften und Geisteswissenschaften nicht mehr trennen können, so wie das früher möglich war. Das hat auch mit der Technik zu tun. Technikphilosophie, dass Technik und Wissenschaft so stark zusammenhängen. Aber die Frage, wie wir dann anwendungsorientierte Forschung fördern, ist damit noch nicht gelöst. Und meines Erachtens kann die Lösung nur darin bestehen, dass ich Persönlichkeiten fördere, die praktisch oder nicht praktisch sind und dabei Ergebnisse herausbringen, die ich allerdings nicht vorhersehen kann. Und diesen Schritt, diesen Mut zu haben, Menschen selber denken zu lassen, das war zwar mal die Idee der Aufklärung, aber in der jetzigen Form hat das zum Gegenteil geführt. Aufklärung besteht darin, dass ich einen Plan mache und verhindere, dass jemand irgendwas denkt, das nicht im Plan vorhergesehen war. Johannes, wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, also ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht noch der große Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst, weil selbst wenn wir Sponsoren haben, die gewisse Projekte fördern, die fördern tatsächlich, also die haben eigentlich sehr wenig Einblick in den Verlauf des Projekts. Ja. Also die haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was am Ende des Tages dasteht. Ja. Also man kommt zu einer, die kommen zur Eröffnung, zur Preview und sehen das zum ersten Mal. Also die haben eigentlich wirklich überhaupt keine Idee, was da auf sie zukommt. Ja. Das ist sicher in der Wissenschaft anders, wenn man sich, also ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ja. Natürlich, wenn man sich für ein Stipendium oder so bewirbt, wird man noch immer eine Art von Projekt vorschlagen müssen, aber inwiefern das Ergebnis dann aussieht, das ist in der Kunst noch immer sehr viel freier. Was ich aber schwierig finde, ist,
dass es sozusagen genügt, diese kleine Bubble, in der wir uns befinden, zu befriedigen, anstatt irgendwie weitreichendere Folgen zu haben. Das finde ich ganz problematisch, ja, dass man sich selbst genug ist. Ja. Wenn dann das eine Magazin schreibt oder der eine Kurator sagt, Ma, super, hast du das gemacht, dann reicht es eigentlich schon. Und ich glaube, das ist problematisch, weil das ist genau das, was Kunst kann, dass sie nämlich mehr als die eigene Bubble erreichen kann, ja, und was wir gerade auch als Institution nicht besonders gut vorantreiben, ja, dass wir aus uns herausgehen und eine breitere Gesellschaft erreichen, ja, sondern uns, wie gesagt, selbstgenügsam sind oder geworden sind vielleicht. Wie sieht das jemand, der Mäzene? Ja, ich habe die ganze Zeit bei dem Vorlesen natürlich an den katastrophalen Sackler, wie sagt man, diese Entgleisung, ja, gedacht nach allen Seiten. Und da sieht man eigentlich den Auswuchs so einer Sache, dass das alles im Nachhinein erst bekannt wird und darüber geforscht wird und verbreitet und geschrieben wird. Das ist auf dem zweiten Blatt geschrieben, aber das hat mir sehr... Vielleicht für alle nochmal diesen Fall kurz erläutern, weil ich glaube, das kennen alle nicht. Also die Familie Sackler, eine große mäzenatisch tätige Familie, sowohl in den Staaten wie auch vor allem in Großbritannien, hat ein Medikament, Oxytocin, unter Perdue, fabriziert und auch vertrieben. Und also mittlerweile weiß man ja nach so vielen Nachforschungen, dass das bekannt war, was das für Auswirkungen, Nebenwirkungen hat. Und es führt ja in weiten Teilen einer unteren Mittelschicht in Amerika zu also Todesfällen, Suchtverhalten, also eine Epidemie eigentlich. Ja. Und man hat sich ja geschmückt und es gibt ja Sackler-Wings und das Wings und ich weiß nicht, alles wird danach benannt und das Geld hat man natürlich gern genommen in all den großen Institutionen, weil, also gerade in Amerika, der Staat ja nicht so viel Geld für die Kunst, ja, erübrigt. Und, aber man sieht jetzt, was rauskommt und da hat ja eine Künstlerin eben sozusagen Tabula Rasa gemacht und mit einer Aktion, die dann ja weltweit auch ein Echo fand, darauf hingewiesen und immer mehr Institutionen im Kunstbereich verabschieden sich, also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig dargestellt, verabschieden sich sozusagen vom Geld dieser Familie. Und ja, und ich habe natürlich auch nachgedacht, ich betreue viele sehr vermögende Menschen. Meine Arbeit ist aber nicht nur sozusagen jetzt Kunst mit Geld, sondern ich erlebe natürlich schon sehr oft bei Menschen, die gar keinen Zugang hatten zu Kunst, und jetzt sage ich mal zu zeitgenössischer Kunst, dass sie auch in den, also wenn sie in den Dialog und in den Diskurs mit dem Künstler eintreten, dass dann schon auch was passiert. Deswegen sind sie, also das finde ich immer einen spannenden Moment und ich habe da schon sehr viel erlebt in den letzten Jahren und ich möchte da nicht jetzt über vermögende Leute den Stab brechen. Es gibt auch Menschen, die ich berate, die gar nicht so viel Geld haben, die einfach eine Beratung brauchen, weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Wo fange ich an? Was ist für mich ein Leitfaden, Kunst zu sammeln? Also das sind so die Gedanken, die mir jetzt da durch den Kopf gegangen sind. Und ich habe aber auch erlebt, also mit dem Buch, mit den Menschenrechten, dass es Menschen gibt, die da ganz bereitwillig eine sehr große Summe Geldes uneigennützig aus einem Unternehmen, das jetzt auch gar nicht nach irgendwelchen Seiten verdächtig ist, auf den Tisch legen und sagen, ja, das machen wir, machen Sie. Und das gibt es immer wieder und das ist, also so wie Sie es beschrieben hat, der Mäzen für einen Künstler, gab es da eben in meinem Fall jemand, der gesagt hat, okay, das ist die Summe, die Sie brauchen, machen Sie das. Es ist mir wichtig, dass viele Menschen die Menschenrechte kennen, weil die meisten Menschen in unserem Fall eben kennen ja nur die Verletzung der Menschenrechte. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen hier am Tisch sitzen, die die 30 Artikel der Menschenrechte kennen. Und das fand ich ein so unglaublich schönes Projekt, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich. Wir haben alle für ganz wenig Geld gearbeitet, damit eben so viel wie möglich Bücher gemacht werden können und die jetzt in die ganze Welt gehen.
Also, es gibt beides. Ich finde dieses mit dem Mäzenat so interessant, weil keine Kunst gibt es ohne Rezeption. Mhm. Und Rezeption gibt es nur dann, in der Moderne zumindest, wenn da auch für Leute sind, in England würde man sagen, put your money where your mouth is, loben reicht nicht. Man muss dafür auch in der Lage sein, was reinzustecken. Aber das muss nicht notwendigerweise zu diesem kapitalistischen Verzerrung führen, wenn die Mäzenaten eigentlich die ersten Rezipienten sind, die eigentlich dadurch auch ihr Denken ändern, ihre Wahrnehmung ändern und in der Auseinandersetzung mit Kunst repräsentativ sich damit auseinandersetzen und in dem Sinne Verantwortung führen. Das ist was ganz anderes, als wenn ich Projekte finanziere. Heißt aber eben auch, dass, aber ich glaube, Künstler fördern oder so, wenn ich einen Künstler in ein Entwicklungsministerium stelle, macht er was anderes, als wenn ich ihn in die Kirche reinstelle. Also da kommt immer was raus, das damit zu tun hat, aber es hat eben der Kontext macht die Musik und nicht die Planung. Das ist, glaube ich, das Fehler. Ich möchte noch was sagen, wie Sie gesagt haben, mit den Sponsoren, die kommen dann zur Eröffnung und das war's dann. Vorher kriegen die nichts und nichts. Also ich finde ganz wichtig, dass man Menschen, die Geld geben für Kunst, und ich habe da auch viel schon initiiert in meinem Leben, dass die herangeführt werden und mit das begleiten, und zwar sie verpflichtend heranführen, ja, dass sie das erleben und dass sie wissen, was spielt sich ab im Kopf des Künstlers, im Kopf eines Teams von Wissenschaftlern, und dass das nicht so separiert wird, sondern ich finde die Aufgabe von Menschen wie mir, sich darin das zusammenzuführen, ja, und zu vernetzen, auch wenn ich weiß, dass das ja, ja, es, oft ist sehr schwierig ist. Ja, ist eine unfassbar schöne Idee in der Theorie, funktioniert in der Praxis zu einem gewissen Teil, also ich habe das, also wir machen das ja auch, ja, also wir gehen ja auch eigentlich den ganzen Prozess mit den Sponsoren durch, sagen, so wird das aussehen, das ist der Zugang der Künstlerin, wir machen dieses und jenes, ich sage nur, dass sie kein Mitspracherecht haben, das ist relevant, ja, weil wenn ein Künstler, also wenn ein Sponsor was finanziell fördert, dann hat er nicht das Recht, sich die Kunst zu kaufen, das ist ein Riesenunterschied, das heißt nicht, dass wir ihn nicht informieren und nicht das Versuch, also nicht versuchen, das Projekt auch mit ihnen, also gemeinsam auf den Weg zu bringen und dass sie auch verstehen, wohin das Geld fließt sozusagen, was sie uns geben. Ja, das ist natürlich auch, es soll ja auch ein transparenter Prozess sein. Was ich aber rückwirkend da oft als Antwort bekomme, ist, ja, also XY hat leider keine Zeit, weil so und so viele Verpflichtungen, kann hier so 10 Minuten sich Zeit nehmen, interessiert ihn jetzt eigentlich nicht, ist eigentlich nur wichtig, wie groß das Logo ist, wo wird das Logo präsentiert. Also das sind dann oft auch Marketingpersonen von solchen Sponsoren, mit denen man in Verbindung ist, nicht unbedingt die Person selber. Wenn man diesen Moment abpasst, ja, dass man die Person, die dann mit dem Unternehmen vielleicht auch namentlich assoziiert wird, mit der künstlerischen Position zusammenbringt, ja, und die tauschen Ideen aus, funktioniert es meistens ganz gut. Ja. Aber diesen Prozess, ja, und die Leute mal zusammenzubringen, ist so viel schwieriger, als sich das die meisten Leute, glaube ich, an diesem Tisch vorstellen können. Ja. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, dass wir auch betont haben, den einzelnen Künstler, die einzelne Person zu fördern. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was mir lieber ist. Unbehaglich ist, aber ich will das nicht weiter ausführen, sondern daran erinnern, dass jedenfalls in der Wissenschaft oft Gruppen, also Kollektive, die besseren Ergebnisse bringen, weil nämlich an den Rändern des eigenen Wissensareals, wenn das an andere Ränder stößt, dann passieren wirklich Innovationen in der Wissenschaft. Das ist bekannt, also ist Interdisziplinarität bringt etwas. Auf jeden Fall für die Wissenschaft möchte ich es auf keinesfalls also unterstützen. Und für die Kunst weiß ich eben auch und schätze das sehr, diese Kollektive. Also ich kenne das eher so aus der Literatur und auch sehr interessante Projekte, die vor allem auch, ich kenne das mehr so von Frauen, die von unten anschreiben, zum Beispiel auch solche Fragen, soziale Fragen, und das im Kollektiv machen. Also dieses Individuum fördern ist für mich nicht unbedingt ein zeitgemäßer Umgang. Mhm. Vielleicht brauchen wir hier auch diesen 100-Jahre-Sprung. Das, wir haben ja nicht mehr den Erfinder. Wir haben auch nicht die Einzelperson, auch wenn das immer noch so passiert, wie jetzt zum Beispiel der Nobelpreis wird an eine einzelne Person vergeben. In welchem
also in der Kunst, also auf jeden Fall in der Literatur, wohingegen in der Wissenschaft sind es Gucken. Ich meine, also bei den Geisteswissenschaften ist es meines Erachtens schon anders. Die Leute, die wirklich innovativ sind, sind Individuen, haben aber einen hohen Grad an sozialer Intelligenz und wissen auch, wen sie fragen müssen, mit wem sie diskutieren müssen, um in bestimmten Grenzbereichen weiterzukommen, weil das schließt sich nicht aus. Allerdings in Naturwissenschaften ist es nochmal anders. Da spielt Teamwork eine große Rolle. Ja, auch in den Geisteswissenschaften und auch in den Sozialwissenschaften vor allem, auch aus eigener Erfahrung. Also ich finde, also, dass mein schwierigstes und gleichzeitig ertragreichstes Projekt war, ein Buch zu dritt zu schreiben, nicht die Kapitel, ja, sondern wirklich, dass alle Bereiche forschen. Also wir waren ein Politikwissenschaftler, ein Wirtschaftswissenschaftler und ich als Historikerin, ein Thema und wirklich so kreuz und quer auch in, also die waren auch für mich teilweise im Archiv, weil ich eben gerade nicht in Guatemala war. Und das ist ein ich glaube, das ist meine beste Arbeit. Und die ist uralt. Und man hat uns aber gesagt, das sei sehr naiv, das Projekt, ein Buch gemeinsam zu schreiben. Aber es ist, wie gesagt, es ist trotzdem personenfördernd und nicht Projekte. Johannes, das möchte jemand anderes. Na klar, was ein Projekt, das für alle gefördert hat. Wovon ich noch nicht ganz überzeugt bin, ist der Vergleich zwischen der Kunst und der Wissenschaft im Allgemeinen, weil ich prinzipiell die Motivationen schon sehr unterschiedlich sehe. Also ob man jetzt in eine Wissenschaft eben in einer praxisorientierten Weise investiert und ja dann schon davon ausgeht, dass gewisse Erkenntnisse dann spätestens ein paar Jahre später ins Unternehmen reintegriert werden und somit das genutzt werden wird, was ja in der Kunst de facto nicht stattfindet. In der Kunst sehe ich es zumindest eher so, wenn man an die großen Institutionen geht, dass es halt einfach eine Image-Angelegenheit ist im Wesentlichen. Um halt dann die Frage, wo das Logo platziert wird, in welcher Größe. Ich habe das eben auch schon bewusst mitgekriegt, dass dann die Repräsentanten teilweise in gewissen Situationen einschlafen, die für gewisse Unternehmen da sind. Das habe ich schon bewusst erlebt. Und insofern wäre es vielleicht auch innerhalb der Wissenschaft noch sinnvoll, da zu differenzieren, weil das eine ist eben die gewisse Personen, die sich auf die Fahne schreiben, einfach aus eben für Rückenmark, also gibt es das große Projekt, für Forschung zu investieren, einfach weil sie aus mäzenischen Gründen, was ja wieder was ganz anderes ist als eine Wissenschaft, die eben wirklich dahingehend arbeitet, wirklich ein Ziel an ein gewisses Ziel zu kommen und natürlich permanent nachjustiert in der Art und Weise, wie Forschung betrieben wird, um dann genau zu diesem Ergebnis zu kommen, das dann als Produkt verwertet werden kann. Ich glaube, der Text ist ja ziemlich radikal und fordert uns ja da eigentlich auf, ob wir, wie käuflich wir sind, wie unsere Gesellschaft vom Geld bestimmt ist und ob wir uns davon in Zukunft lösen können. Das ist, glaube ich, der hat schon eine ganz große Schärfe. Und vielleicht wollen wir wirklich die Jugend in dieser Gruppe da auffordern, da ihre Ideen jetzt oder ihre Meinung zu sagen. Also ein Gedanke, der mir nur gerade kam, weil ich vielleicht doch auch so halb drin stecke in diesen ganzen Gedanken und die mir irgendwie schon noch bekannt sind, auch jetzt genau in dieser kuratorischen Ecke. Aber wie es denn wäre, wenn man jetzt beispielsweise an Unternehmensstelle, die jetzt eben Sponsoren sind für Kunst, für Künstler, für Kollektive, wie auch immer jetzt, an die Position beispielsweise jemanden setzt, der eben einen künstlerischen Hintergrund hat oder der einen Hintergrund hat, der gar nicht so abhängig ist vom Unternehmen überhaupt. Und es wirkt ja zumindest schon so, als würde sich alles gerade ein bisschen in die Richtung drehen, dass es immer mehr weggeht von einzelnen Organisationen, an die Menschen gebunden sind, vielmehr hin zu einem individuellen Wirken von Menschen in Projekten. Und deswegen, also das war ein Gedanke, der mir dazu kam, was das ändern würde, auch was das Interesse angeht an einer Ausstellung und am Mitwirken und ja, bewussten Entscheiden, wohin dann das Geld auch fließt, was in die Ausstellung geht. Ich bin auch kritisch, was den Diskurs betrifft, der Wissenschaft und Kunst so zusammenbringt. Was ich mir schon auch gedacht habe jetzt in diesem Gespräch war, dass es in beiden Bereichen um Selbstbestätigung geht und dass einfach also die Produktivität wichtig ist und die schon Legitimation ausmacht. Das heißt, auch in der Wissenschaft geht es oft darum, einfach ein Paper rauszubringen, viel zu publizieren, auch wenn ich gerade vielleicht nichts zu sagen habe. Also das ist durchaus gängig.
Ja, und auch in der Kunst können wir natürlich beobachten, dass es darum geht, jetzt wieder diesen Namen zu zeigen oder vielleicht ein neues Werk zu zeigen, um zu bestätigen auch, dass da etwas passiert. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns vielleicht, wenn wir in einem dieser beiden Bereiche tätig sind, daran erinnern, dass wir ja auch irgendwie ein bestimmtes Ziel haben, das durchaus auch idealistisch sein darf. Also es darf auch um eine Suche nach Wahrheit gehen. Und es, ja, das finde ich, wäre vielleicht ein ganz schöner Gedanke dazu. Friedrich, was wolltest du vielleicht, was wolltest du wirklich damit? Ich bin hin und her gerissen, ich wollte eigentlich was sagen, aber ich sehe, dass da unser Schild und der Schild. Ich würde es deshalb zurückstellen, wenn es okay ist. Mhm. Und das sieht so geil aus, dass wir das gar nicht gegen sagen oder für. Und dass wir einen kurzen, dass wir darauf übergehen und dann auch der Willi hat dafür sicher dann auch was ausgedacht, nochmal was dann dazu sagt, was es dazu zu trinken gibt. Also macht eure Gläser leer. Ich glaube, wir wechseln jetzt und essen was, irgendwas, was ich noch nie gesehen habe. Schweinekopf. Darf ich Sie herzlich willkommen heißen zum alljährlichen Sauschädelessen? Dem wichtigsten wirtschaftspolitischen Event Österreichs. Das war einmal schon vorbei. Sie dürfen sich geehrt fühlen, dass Sie eingeladen wurden. Wer sowas nicht mag, kann gerne eine Banane essen. Also es gibt auch Knödel, ja. Die sind mir allerdings ein bisschen missraten, gebe ich zu, die sind ganz leicht zu weich. Besser als zu hart, ja, muss man sagen. Und wie schneidet man den Sauerschüttel? Nein, am besten, genießt man im Ganzen. Am besten wäre es, wenn du dir ein kleines Löffel nimmst und am Rüssel anfängst, so dieses Galertartige, das ist die Delikatesse, das zuzelt man so runter. Zutzeln klingt super, das ist sehr cool. Wir probieren es mal. Ja. Das ist voll geübt mit der Butter und dem Brot. Wem dürfen wir zuerst? Die Mutigen voran. Die Mutigen voran. Also wir kommen mit dem Wagen vorbei. Fang doch einfach vorne an. Ich glaub, ganz mal, es schmeckt was, ganz nach Schwein. Es schmeckt einfach wie Schwein. Doch. Ja. Nein, ich muss nicht den Anfang machen, ich gebe das gerne weiter. Also wenn ich einen Sauerschädel habe, dann esse ich das natürlich. Ja. Willst du was sagen? Ja, was ja. Können wir das? Also wir haben bis jetzt so grüne Veltliner Hauswein getrunken und das nächste ist so eine Lage, weil man im Weinbereich doch etwas ziemlich Einmaliges hat beim Essen, nämlich dass man eine Verbindung bekommen kann zwischen dem, was man zu sich nimmt und wo das gewachsen ist und einer Landschaft. Also wenn ein Wein besonders gut geschmeckt hat und er hat eine Lage, kann man dorthin spazieren und kann sich die Stöcke anschauen und sozusagen das Gefühl dafür weiter vertiefen. Und eins so eine Lage, so ein Berg, der über Langenlois thront, probieren wir jetzt. Also die gleiche Sorte, aber es ist eine spezifische Lage. Wir haben Steine davon haben wir vergessen mitzunehmen. Also auch schön, wo das gewachsen ist. Ich kann nur dazu sagen, es ist ein Stein, der, wo es auch Granaten und so Klimaschiefer drunter gibt, das ist sehr schön. Und den probieren wir dann, wenn er in verschiedenen Jahrgängen, also 2018 jetzt. Und dann gibt es noch 2011 und 2010. Also ich gebe da jetzt einmal 2018 Grüne Veltliner Läuserberg in die Runde. So, dann nutze ich jetzt mal die Zeit, um vielleicht nochmal einen Gedanken in die Runde zu werfen, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen schärfer diskutieren können. Also gestern mal war es mir zu wild, gebe ich ehrlich zu, aber das ist jetzt noch ein bisschen sehr friedlich und ich finde, wir haben ein bisschen, also diesen Kontrast, den ich aufgemacht habe mit sozusagen der Industrie und dem Künstler und dem Kurator, der ist vielleicht auch tatsächlich zu schwarz-weiß und führt vielleicht vorbei
an einer schmerzhafteren Fragestellung, die aber auch durchaus im Raum war und die ich deshalb nochmal sozusagen aus biografischer meiner Perspektive formulieren würde. Ich habe sehr, sehr lange und sehr intensiv dafür diskutiert, dass das, was wir freie Kunst nennen, etwas ist, was uns als Künstlern, Kulturschaffenden geliehen ist. Ja, das haben wir jetzt nicht besonders blutig erkämpft. In Literatur und Meinungsfreiheit kann man nochmal drüber streiten, aber in der bildenden Kunst, das lief schon alles ziemlich smooth, ja? Dieses Freiheit der Kunst. Und wenn man es aus einer politisch-historischen Perspektive betrachtet, würde ich sagen, es ist stark instrumentell, die westliche, sich als frei verstehende Gesellschaft sagt ihrer Kunst, ihr könnt allen Scheiß machen, den ihr wollt, ja? Wir erlauben euch das, weil wir ja so frei sind. Ja? Ihr könnt österreichisch, Hermann Nitsch-mäßig mit Blut um euch spritzen. Ja? Ihr könnt super kapitalismuskritisch sein. Ja? Wir machen dafür Ausstellungen und wir feiern uns, wie frei wir sind. Ja? Und damit dient die Kunst dazu, einer Gesellschaft wiederzuspiegeln, dass sie ja unheimlich frei und offen ist. Ja? Und der Künstler kann machen, was er will. Und man könnte, auch wenn ich so dafür, ich habe lange dafür argumentiert, dass man trotzdem eine Verantwortung hat und dass man in Zeiten wie unseren, wo wirklich große gesellschaftliche Fragestellungen anstehen, Rechtsradikalismus, Migration, Klimawandel, wir können die alle hoch und runter beten, dass diese Freiheit auch mit Verantwortung einhergeht, ja, und dass man sich vielleicht aus dieser Freiheit heraus sinnvoll mit bestimmten Themen auseinandersetzt. Habe ich sehr lange für argumentiert, weil ich das Gefühl habe, ich hatte auch mit dem Konrad Liesmann, den man ja in Österreich kennt, auch eine kontroverse Debatte, dass dieser Freiheit der Kunstbegriff eigentlich heute viel auch genutzt wird von konservativ-bürgerlichen Kräften, um sich in ihren behaglichen Kunstkonsum irgendwie aufzuhalten und wohlzufühlen. So, andererseits, als ich in diesem Kontext jetzt war mit Bundesumweltministerium und Bundesumweltamt, die sich sozusagen auf der richtigen Seite der Geschichte fühlen, weil sie ja für das Richtige sind, ja, würde ich auch alles mit unterschreiben, wofür die sind. Also, wenn sie so machen, wie sie dürften, was sie ja nicht dürfen, aber ja, würde ich sozusagen unterzeichnen, personell mit allen Menschen, die da arbeiten oder fast allen. Aber dafür so eins zu eins Kunst zu instrumentalisieren, fast schlimmer als sozusagen sozialistischer Realismus, da kriege ich innerlich sozusagen das Pieksen. Ja? Das geht auch gar nicht. Und dieses Spannungsfeld, ja, zwischen einer auch politisch instrumentalisierten Freiheit der Kunst, die, glaube ich, passé ist, ja, die uns heute nicht mehr weiterhilft, und einer kleingeistigen sozusagen Kunst als wieder als andere Form von Werbekampagne, nur für irgendwie andere Themen, das kann es auch nicht sein. Ja, in diesem Spannungsfeld zwischen Freiheit und Selbstinstrumentalisierung, also das finde ich ein total wichtiges Thema, und das ging mir eben so ein bisschen in diesem plakativen Konflikt Geld versus Kunst oder ne, also wen fördern wir wie und so ein bisschen verloren. Ja? Also da muss ich sagen, vielleicht war mein Text zu schwarz-weiß oder der Auszug. Mhm. Ja? Ich glaube, das Problem ist noch komplexer, ja? Nämlich wann nimmt man wie welche politische Verantwortung wahr und wann richtet man die gegen seine Mitstreiter? Ja? Also mir haben die auch im Umweltbundesministerium gesagt, wir wollten ein Stipendium für Folgenlosigkeit ausschreiben. Ne? Und die haben gesagt, wir stehen gerade so im Beschuss. Wir brauchen jetzt eher Unterstützung und nicht institutionelle Kritik. Und ich habe gesagt, nein, gerade wenn man unter Beschuss steht und in der Krise ist, braucht man Kritik, um besser zu werden. Ja? Beides ja nachvollziehbare Argumente. Ja, ja, das wollte ich jetzt nochmal einwerfen. Ja? Diese Frage, also mal weg von diesem Schwarz-Weiß-Ding, Geld, Ökonomie. Ja. Nein, also ich habe mir mit der Frage recht schwer getan, Kunst soll folgenlos sein, da würde ich mich fragen, für wen? Für den Kunstschaffenden oder für die Gesellschaft? Und dann auch, über welche Art der Kunst sprechen wir, weil es ist immer nur im Vergleich zur Wissenschaft gewesen, aber jetzt eigentlich war es die bildnerische Kunst, über die wir gesprochen haben, aber es gibt ja auch Schauspielkunst oder
Kabarett, eben Literatur, darüber haben wir jetzt eigentlich gar nicht gesprochen. Jetzt mit dieser Zusatzerklärung ist es für mich eher die Frage, darf oder soll sich Kunst instrumentalisieren lassen? Oder wie weit hat sie den Einfluss darüber noch, ob sie sich instrumentalisieren lässt? Ansonsten gibt es ja für zeitgenössische Beispiele, wo ich mir halt dann denke, ja okay, da kann man sich instrumentalisieren lassen oder nicht. Die Frage ist, nimmt aufgrund des Textes oder die Antwort, die ich aufgrund des Textes hätte, wäre, man darf sich nicht bezahlen lassen für die Kunst. Aber wie lebt man in der gegenwärtigen Gesellschaft, ohne sich dafür bezahlen zu lassen? Und von wem lässt man sich bezahlen? Und wie sehr lässt man andere Unternehmen quasi Greenwashing betreiben oder nicht? Aber das waren so die Gedanken, die ich auch hatte. Naja, das sind ja so viele Sachen, aber ich steige jetzt einmal ein bei diesem Freiheitsbegriff. Also zunächst einmal, glaube ich, ist das in Deutschland, kenne ich den nicht, aber bei uns ist es der Artikel 17a, der ist eingerichtet worden, damit Kunstschaffende unabhängig von einer herrschenden Gesetzgebung auch etwas ausprobieren dürfen und können, ohne dadurch straffällig zu werden. Also man hat einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, einer Professionistengruppe, das Recht eingeräumt, in der Wissenschaft auch, in dem Journalismus auch, es gibt solche Gruppen, denen hat man Rechte eingeräumt, damit eine Gesetzgebung nicht in sich erstarrt. Ja? Also das heißt, also probieren wir mal aus, ob etwas vielleicht das falsche Gesetz ist, schauen wir uns an, wie ist es, wenn Kunstschaffende etwas machen, was man normalerweise nicht darf, vielleicht ist es eh nicht so schlecht. Ja? Wenn du sagst, das ist veraltet, das braucht man heute nicht mehr, ich könnte einige Beispiele aufzählen, aber allein wenn ich den Sauschädel sehe, da fällt mir schon ein, dass in Österreich das Schlachten, das Essen von Hunden verboten ist, aber sogar das Schlachten. Ja. Beim Schwein, das ist genauso ein Haustier, schaut es ganz anders aus. Und wie das dann geschlachtet wird, ist noch einmal ein anderes Thema. Und jetzt frage ich mich, warum können Kunstschaffende nicht einfach einmal hergehen und ein Menü machen, mit Hundeköpfen. Ja. Das dürfen sie. Das dürfen sie. Ja. Das hätte man auch imponiert. Das ist so, weil dadurch überhaupt in Frage gestellt wird, wie gehen wir mit Tieren um und so weiter. Ja. Dann ist da können wir einige Felder aufzählen, ja, wo Kunst enorme Möglichkeiten hätte, in die Gesetzgebung indirekt einzugreifen, indem sie das Recht bekommen hat, die Kunst hier etwas auszuprobieren. Dass das nicht gemacht wird, ist ein anderes Kapitel, da können wir jetzt dann drüber reden. Ja. Ich würde auch nie argumentieren gegen sozusagen die Freiheit der Kunst, als bei uns heißt es Grundgesetz, ne, dass das drinsteht. Ja, ja. Also nicht, dass man mich falsch versteht, ich will das nicht. Nein, das weiß ich schon, aber du hast gesagt, das ist veraltet, das ist abgelebt oder abgewirkt, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, es ist zu wenigen bewusst, welche Möglichkeiten der Gesetzgeber, also die Politik, eingeräumt hat. Das ist eine Leistung, eine historische, und die relativ wenig genutzt wird. Also wenn der Hermann Nitsch da ein bisschen was mit Blut herumspritzt, ja, geht auch an den Rand dessen, was die Bevölkerung erträgt, aber ist noch meiner Meinung nach auf Sparflamme mit den anderen Möglichkeiten. Und das andere ist das mit der Folgenlosigkeit. Also da kann ich nur ganz klar sagen, da warne ich davor. Ja. Weil was bedeutet denn Folgenlosigkeit? Du sagst ja selbst, der Künstler, die Künstlerin sollten wesentlich mehr Verantwortung übernehmen. Ja, wie soll denn das dann mit der Folgenlosigkeit zusammenpassen? Ja. Also wenn ich Verantwortung übernehme, denke ich doch an Folgen. Ja. Und daher würde ich fast dafür plädieren, dass die Künstlerin und der Künstler mehr Folgen bedenken sollten und weitreichendere Folgen als vielleicht nur beim Schachspielen der nächste Bauernzug. Ja, also wenn ich antworte, darf ich antworten? Ja. Also der Begriff ist ja bewusst provokant gewählt und ich finde es, oder ich erlebe immer wieder in vielen Kontexten von Kunst- und Kulturförderung, wo es um soziale Projekte geht, etc. Oder um Nachhaltigkeitsdiskurse, dass gefragt wird, was bringt denn das? Ja, was kommt dabei am Ende raus? Ja, was macht denn ihr jetzt wirklich? Ja, was ist das Ergebnis? Darf ich da kurz querschießen? Ja. Ich glaube, es ist ein falsches Wort, weil ich glaube, die Ergebnisorientiertheit. Mhm. Ich glaube, es ist egal, was, also
es muss Folgen haben, aber wie die Folgen aussehen, würde ich jetzt sagen, ist relativ offen. Ergebnisorientiertheit ist das Problem. Ja. Effizienz. Also ich würde mir über den Begriff, ja, ich glaube nicht, dass Folgenlosigkeit, also ich glaube, Folgenlosigkeit provoziert ja auch genau diese Debatte nicht, aber die Idee von einem Ergebnis, das so und so aussieht, das ist das Problem. Ja. Aber wieso ist das Problem? Ich gehe da noch schärfer rein. Auch das ist ganz logisch. Natürlich hat die Künstlerin, der Künstler ein Ziel vor Augen. Ja? Und sei es nur, und sei es nur sowas, das gar nicht vokabilisiert werden kann, wie ich möchte berühmt werden und reich werden. Ja, das sind durchaus legitime Ziele und in die Richtung zu arbeiten kann sehr effizient gemacht werden oder weniger. Und das aber aufzudecken und der Gesellschaft darüber aufzuklären, welche Ziele stecken da wirklich dahinter beim einzelnen Kunstschaffen, wäre die Aufgabe der Kunstdidaktik, die meiner Meinung nach auch im Museum für moderne Kunst viel zu wenig effektiv eingesetzt wird. Also sagst du, manches muss eigentlich effektiver sein. Ja. Willi? Ich finde, man soll auch mit Kraut und Rüben zusammenschmeißen. Also in meiner Branche, in der Landwirtschaft, jede Aktion, die man macht, hat irrsinnige Folgen. Ich meine, unter der Erde ist viel mehr Leben als ober der Erde und jedes Mähen, jedes Ackern hat unglaubliche Folgen, über die man sich bewusst sein soll. Bei einem Künstler wiederum erwartet man die Überraschung. Also hier einen Fest zu zurren, dem Künstler zu sagen, überlegt er, was das für Folgen hat, fände ich fad. Also gerade beim Künstler würde ich mir, was ist das schon für ein Künstler, der nicht für eine Überraschung gut ist? Ich finde, das hängt direkt zusammen, ob ich die Konsequenzen vorher plane oder ob ich Folgen voraussehe. Es geht im Prinzip, wir verfahren im Stalinismus wie im Kapitalismus nach dem Prinzip, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das kann eigentlich sowohl Wissenschaft als auch Kunst nur zerstören. Dass ich Vertrauen habe, wenn ich einen Künstler auswähle und sage, der steht für bestimmte Sachen, der macht irgendwas, was zum Beispiel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, kann ich eigentlich darauf vertrauen, dass irgendwas rauskommt, was auch damit zu tun hat. Aber dann zu sagen, ich fördere den und nicht ein bestimmtes Ergebnis, und das hat auch mit dem Konzept von Bezahlung zu tun, ein Künstler steht für bestimmte Werte, das nannte man früher Tugenden, und die beförderte er oder nicht. Deshalb gab es früher eine interessante Unterscheidung. Man hat zwischen Lohn und Honorar unterschieden. Ein Anwalt oder ein Arzt hat keinen Lohn bezogen. Der hat das, was er getan hat, um seiner selbst willen getan. Natürlich hat er aber dann erwarten können, dass er dafür anerkannt wird. Und dann hat er Ehrengeld bekommen, was ja genau Honorar im Lateinischen heißt. Also das ist eine feine Differenzierung. Die einerlei sagt, Kunst ist natürlich nicht folgenlos. Wenn ich Sie einstelle oder irgendeinen Kitschkünstler, kriege ich andere Ergebnisse, aber die Folgen kann ich eben nicht vorherplanen und nicht kontrollieren. Wer möchte was? Gerne. Als Mäzen oder Mäzenin würde ich es so sehen, dass ich investiere in Kunst. Und da ist die Frage, welche Kunst suche ich mir aus? Und das kann ich vergleichen mit Aktien. Ich kann genauso gut mir einen Fonds oder Aktien aussuchen und dann kann ich mir aussuchen, welche Kunst suche ich mir aus. Und wird die Kunst folgenlos sein oder wird der Aktienfonds folgenlos sein? Und beides kann immer in zwei Richtungen, mindestens zwei Richtungen gehen, weil es immer ein Prozess ist, wie sich Kunst entwickelt und wie sich ein Aktienkurs entwickelt. Das sind die Gedanken, die ich derzeit dazu habe. Da willst du ja einen Profit haben. Naja, bei diesem Text ging es ja auch darum, dass ein Wirtschaftsunternehmen jemanden unterstützen möchte und die sehen das ja unter dem Aspekt der Investition. Ja, also der Text entwickelt sich ja noch und dann wird sozusagen aus Mining International, wird Meaning International und sie will das Unternehmen in eine Stiftung umwandeln. Also da passiert noch ein bisschen was. Das ist jetzt ja relativ am Anfang vom Buch. Ja, das ist die Frage, wie investiert man in welche Zukunft? Was, glaube ich, natürlich eine Kernfrage ist. Und für mich als Kulturschaffenden steht, am Ende kann ich auch sagen, in wessen Dienst stelle ich mich, warum und wie? Ja, stelle ich mich überhaupt in Dienst? Ja, ihr habt euch ja immer in Dienst gestellt in der Wochenklausur, ein bisschen von Ideen oder von Zielen. Führt jetzt zu weit, weil ich würde nicht unterschreiben, sondern aber
Ja. Guten Appetit, fang an. Danke. Entschuldigung. Aber wenn dein Florian heißt der, glaube ich, oder? Ja. Wenn der, und der dürfte sehr viel Selbstvertrauen haben, so stark ist und sich sagt, wer instrumentalisiert denn da wen? Ja? Ich nehme dieses Geld und werde euch mit dem Geld zeigen, was man mit so einem Geld machen kann, dass ihr mit den Ohren schlackert, dann kann das sein, dass das in die andere Richtung instrumentalisiert wurde. Ja? Wenn der schwach ist und sich instrumentalisieren lässt, kann ich dazu sagen, naja, was soll das? Das gibt es tausendmal, das gibt es millionenmal. Ja. Ja, das ist halt eine Art von Prostitution, keine Ahnung, es gibt es. Ja. Aber wir wollen halt überlegen, ob, wenn wir alle eine bessere Welt irgendwie im Augenmerk haben, wie wir dort unabhängig von unterschiedlichen Moralvorstellungen hinkommen. Das ist sozusagen die Quintessenz deiner Frage, oder? Ja. Genau. Und ja, da glaube ich, dass der das kann. Was mich schon am Anfang, also mit der Diskussion über Mäzenatentum und Sponsoring gebracht hat, also in den USA ist es üblich, nicht also nur diese Stiftungen in die Welt zu setzen und direkt zu sponsern, weil man dadurch keine Steuern zahlt. Also das ist eine Art von, ich würde sagen, also Tax Evasion. Also, und wir haben ja doch in Europa noch den Staat als den Adressaten für Kunstförderung, auch wenn er sich zurücknimmt. Und da denke ich mir, also jetzt gerade mit auch dieser Diskussion über den gesetzlichen Spielraum, den wir haben, müsste eigentlich hier auch wieder der Staat eine Rolle spielen. Also es klingt jetzt ein bisschen also rückwärts gewandt, aber der Staat wäre an sich diese Einheit, die diese direkte und diese Nützlichkeit, sei es der Forschung oder der Kunst, nicht notwendigerweise prioritär setzen muss. Ja, also sondern zum Beispiel das Gesellschaftliche, was immer. Also ich hoffe, mein Einwand führt da auch auf Verständnis. Es ist nicht rückwärts gewandt, sondern ist tatsächlich, wer ist der Souverän? Um das geht es für mich. Und wer ist der Souverän, für den diese Kunst oder diese Wissenschaft gemacht wird? Und ich würde immer noch sagen, das ist das Volk. Und nicht der Konzern XY. Ich habe da auch zwei Erfahrungen gemacht. Globat ist eine NGO und wir haben eine Grundfinanzierung vom Land Niederösterreich. Und wir haben aber auch Sponsoren. Und wir stellen viele Anträge, die viel Arbeit machen. Und manchmal denkt man sich, wunderbar, da kommt jetzt ein großer Sponsor her und der gibt mir die große Freiheit. Und dann spürt man im Nachhinein, dass es das große Gefängnis geworden ist. Ja? Und man viel, viel mehr Freiheit hat, in dem Sinn, dass man bei einer Institution wie einer Stiftung oder beim Land einen wirklichen Antrag stellt, dass man ganz klar die Positionen klärt. Aber dann auch, wenn man den Zuspruch hat, die große Freiheit hat, genau das zu machen. Ja. Also beides erfahren und ich glaube, es ist sehr selten, dass ein Sponsor wirklich diese ganz große Freiheit gibt. Er will eigentlich immer was dafür haben. Was mich noch bei der Formulierung irgendwie interessiert hat, weil Kunst muss folgenlos bleiben oder sein, das impliziert ja für mich genau eben diese doppelte Verständlichkeit, dass man sie wirklich genau in beide Richtungen interpretieren kann. Auf der einen Seite, sie muss so harmlos sein, dass es de facto keine Folgen gibt. Oder genau diese Freiheit, dass ich machen kann, was ich will und es für die Künstlerin trotzdem keine Folgen hat. Und deswegen meine Frage auch an dich, wie du das auch verstanden hast, weil ich mich genau im Sinne der Argumentation vom Wolfgang. Ich finde es total gut. Und ich muss jetzt ehrlich zugeben, hatte ich so nicht vor Augen, aber liegt auf der Hand, auch diesen Aspekt, Kunst ist in dem Sinne folgenlos, dass der Künstler, egal wie radikal sein politischer seine Kritik ist, selber keine persönlichen Folgen zu spüren hat. Dass wir leider, jetzt sozusagen, ob das jetzt die Türkei ist oder ob es in den USA, fängt es ja auch an, sozusagen mitbekommen, dem ist nicht überall so, ne? Oder in China eh nicht. Ja? Da hast du massive persönliche Konsequenzen, also Folgen, wenn du eine bestimmte Form von politischer
Praxis macht, der auch Kunst gehört. Und das ist eine der ganz großen Errungenschaften, ne? Wie das ja auch Wolfgang vorhin geschrieben hat, weshalb das in allen westlichen Staaten in irgendwelcher Form sozusagen festgeschrieben ist, dass du sehr, 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 sehr viel darfst als Künstler. Und es bleibt folgenlos. Ich persönlich habe unabhängig davon oder auf der anderen Seite, wie du angeschrieben hast, schon auch eine Faszination vor so Projekten wie, ich habe so eins von Superflex in Erinnerung, im Zürcher Kunsthaus, großes Budget bekommen, Räume leer gelassen und gesagt, wir nutzen das Budget, um allen Leuten, die ins leere Kunsthaus kommen, den Eintritt freizustellen. Ne? Also musst keinen Eintritt zahlen, hast aber auch nichts gesehen. Da ging's ganz so. Ich sehe es ja eigentlich so immer. Und das hatte seinen Charme, ja, in der Form von Kritik von Kunst und Kultur im Kapitalismus. Du kannst aber auch sagen, also was für ein Charme, also kommt überhaupt nichts bei raus. Ja? Gehst für kein Geld in ein leeres Museum, gehst wieder raus. Ja. Also diese Art von Künstler folgenlos bleiben, also ihr könnt euch vorstellen, wie viele Förderer es gibt, die sagen, nee, also was bringt denn das jetzt? Ja, was bringst denn? Ja, aber dann brauche ich keine Kunstförderung. Wenn du das nicht erlaubst. Natürlich. Ja. Was es bringt, ja. Dass vielleicht der Besucher anders darüber nachdenkt, warum er ins Museum geht, was ein Museum soll. Und vielleicht sind die leeren Räume des Museums auch unglaublich interessantes Museum. Ja, das reine Museum als nee, Museum, wie wir es ja hier auch haben. Ja, das sieht man ja jetzt gerade. Das sieht man dann, dass man in einem Elfenbeinturm ist, dass eh keiner von außen reinkommt. Da sieht man, dass eh keiner von außen reinkommt. Ja, vielleicht ist manchen. Dann ist ja alles nur in sich selber, da beißt sich dann die Katze schon. Also ich würde jetzt als Kritik dem Projekt, dass jemand, der noch nie ein Kunstmuseum betreten hat und dann denkt er, jetzt kann ich endlich mal umsonst rein und dann ist nichts drin, dass das nicht produktiv ist. Ja, aber für andere Leute, die sozusagen regelmäßige Museumsgänger sind und sich in ihren Bildungsfantasien schwelgen, dass sie sich auch wirklich mit kritischer zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen, ja, also wirklich, dass das da vielleicht nochmal einen anderen Punkt setzt, als viele Ausstellungen, wo, ich weiß es nicht, diese ganze kritische Diskursausstellungsszene, mich hat es immer angekotzt, du guckst irgendwie in Berlin, Volksbühne, Kulturstiftung des Bundes hat finanziert, Restaurierung Sergei Eisensteins, Panzerkreuzer Potemkin, ja, und alle trinken zur Eröffnung Champagner auf Kosten der Kulturstiftung des Bundes und du denkst dir so, alles passt nicht so ganz zusammen, ja. So, ja, weil alle, die da waren, könnten auch 5 Euro bezahlen, aber klar, für die war es umsonst. Also diese Widersprüchlichkeiten thematisieren, ohne jetzt diese eine Superflex-Arbeit zu feiern, aber ich finde, es ist wichtig, dass sowas möglich ist. Und zumindest in dem, was ich im Umweltbundesamt jetzt, in diesem konkreten Projekt, was ja so ein Entstehungshintergrund ist, erlebt habe, die wollten halt am liebsten 1:1 ihrer Nachhaltigkeitsziele. Ja, weil dann suchen die doch eine Kunst, die irgendwas einfach demonstriert und bildlich macht. Das ist ja nicht, die Kunst kann ja mehr. Haben die ja auch gesucht, das war ja mein ganzer Streit mit denen, weshalb wir auch das ja beendet haben. Ich verstehe das überhaupt nicht, dass man ständig sagt, die Kunst muss irgendwie auch so frei sein und darf kein Geld dafür verlangen. Wie willst du denn das machen? Wie willst du denn das machen? Ich stelle mir gerade mal vor, wir würden diese Diskussion jetzt in den 20er Jahren führen. Gut, dann hätten wir jetzt andere Güter an, wahrscheinlich alle Zylinder, was der Kellner hätte, weiß ich nicht. Aber dann wären wahrscheinlich gealterte Symbolisten dabei, die Baudelaire gelesen haben und gesagt hatten, Kunst muss folgenlos sein. Und Bertolt Brecht wäre der Hut hochgegangen, weil er gesagt hat, Kunst muss Folgen haben. Ja. Und da wäre die Situation genau umgekehrt gewesen. Die Bourgeoisen-Leute wären diejenigen gewesen, die Kunst folgenlos die Gleichung vertreten hätten. Und die Revolutionären wären umgekehrt. Das ist das Interessante. Genau. Vielleicht muss man die Frage auch ausweiten und sagen, Kunst muss folgenlos bleiben für wen? Ja. Also definitiv für den Künstler, aber für die Leute, die sie rezipieren, glaube ich nicht. Ja, eben. Ja. Und bei Brecht geht es ja auch um politische Folgen, oder? Ich meine, das ist dann noch einmal ein zusätzlicher
Aspekte. Natürlich, also ich meine, das ist eine ganz andere Frage, ob Kunst politisch sein soll. Aber das ist ja das Bundesamt, will ja politisch natürlich, ja, sein. Natürlich, natürlich. Ja. Ja. Aber in welcher Form politisch? Aber in welche Richtung? Ich sage nichts mehr dazu, was passiert. Aber jetzt hätte ich noch mal eine Frage an Wolfgang. Ja, weil du hast ja vorhin so schön charmant gesagt, jetzt bist du noch 2,5 Wochen irgendwie so peripher politisch aktiv. Ja? Ist ja ein bisschen mehr. Du warst ja eher lange für die Grünen oder für die Pilze oder wie das hier heißt. Jetzt für die Pilze. Im Nationalrat, also relativ prominent politisch aktiv. Wie erlebst du denn die Form, wie links ökologisch engagierte Kräfte, welche Rolle von Kunst sehen die denn? Weil ich das ist das, was ich dem Umweltbundesamt jetzt im sogenannten Abschlussbericht geschrieben habe. Ja, ich habe geschrieben, die Kunstszene muss nicht über Nachhaltigkeit informiert werden, das kennen die alle schon, sondern die Nachhaltigkeitsszene muss über Kunst informiert werden, was heute Kunst ist, weil das kennen die alle noch nicht. Wie erlebst du denn das Verhältnis von Kunst und Öko-Nachhaltigkeits-grüner Politikszene? Wer weiß da über was Bescheid oder nicht Bescheid? Na, wir wissen doch alle, dass, und das habe ich ganz am Anfang auch gesagt, dass jeder eine andere Vorstellung von Kunst hat. Also wenn du jetzt sagst, die Kunst soll das und das, darf sie das, macht sie das ökologisch, hat die Politik Einfluss drauf, dann muss man sich doch fragen, an wen richtet sich denn diese Vorstellung von der Kunst? Wer ist das? Ist das jetzt der Blümchenmaler? Und bitte das nicht falsch zu verstehen, ich habe da größte Hochachtung. Ist das der Blümchenmaler, der im stillen Kämmerchen für die Großmutter zum Geburtstag ein tolles Bouquet malt? Ja? Oder ist es der Schlingensief-Aktivist, der rausgeht und gegen die Ausländerfeindlichkeit protestiert? Da gibt es eine Bandbreite, die ist enorm, ja, die ist wirklich enorm. Und daher ist diese Frage nicht zu beantworten. Ja. Aber was die Kulturpolitik als Konsens inklusive der FPÖ bis jetzt noch akzeptiert und immer wieder ist es von der FPÖ attackiert worden, aber letztendlich auch mit unterschreibt, ist, dass sie sich nicht einmischt in diesen Diskurs. Ja, also die politische Einmischung ist in Österreich zumindest marginal. Und da gibt es auch einen Grund dafür, nämlich die herrschende Kulturpolitik, sprich die im Augenblick sowieso der ÖVP, aber auch der einiger Kreisen der SPÖ, der Meinung ist, sie brauchen sich gar nicht einmischen, weil das sowieso von der Wirtschaft determiniert wird. Und jetzt kommen wir wieder zu deinem Projekt. Ja. Wo ich auch aufpassen würde, weil wie werden denn bei uns Museumsdirektoren bestellt? Und wer wird denn da von wem bestellt? Also vom Kulturminister. Ja. Und der wird, oder wie wird denn unser österreichischer Pavillon, wie wird denn der Kommissär dafür bestellt? Auch vom Minister bisher. Nein, ich sage nur, also da gibt es natürlich dann auch... je nachdem, wie eine Institution geführt wird, ja, die wird natürlich, da gibt es eine Person, die hat eine Vision, die geht entweder in die eine oder in die andere Richtung. Ja. Und wenn die schon mit der Politik verzwickt ist, ja, dann gibt es da natürlich auch eine gewisse Agenda. Ja. Und ich glaube, gerade in Österreich ist es auch so, ja, der Staat, wir sind Bundesmuseen am Ende des Tages, aber wir sind auch wirtschaftlich agierende Bundesmuseen, die sind alle ausgegliedert, die haben alle einen wirtschaftlichen Zweck mittlerweile, die sind nicht mehr voll durchfinanziert. Ja? Nein, ich hake da ein wenig sehr, gern. Weil das ist ja ein Paradebeispiel fast dafür. Ich würde mir ja wünschen, dass die Politik regulativ eingreift, witzigerweise. Ja? Tut sie ja schon. Naja, das tut sie eben nicht, weil die Bestellung der Museumsdirektoren und aller leitenden Funktionen funktioniert nach dem Prinzip, wer ist Superstar, wen kann ich gut verkaufen. Ja. Und wir werden zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit dem Eike Schmidt nie ein Konzept erfahren, das er vorgelegt hat, weil er nämlich keins hatte für das Kunsthistorische Museum und auch die Frau Haag hatte keines, sondern da geht es ausschließlich um Namen in der Öffentlichkeit, die das diskutiert werden. Das ist sowas von unpolitisch im Sinn einer regulierenden Politik und das möchte ich eigentlich nicht, ist aber der Beweis dafür, dass die Politik raushält.
Ja, aber wer bestellt sie denn dann? Na, bestellen schon, aber das sind Namen, da kann jeder. Aber wenn ich die Macht habe, sie nicht zu bestellen, dann tue ich es doch nicht. In 10 Jahren sind sie vielleicht dort. Mit dem besten Konzept. Ja, das ist doch, oder ja, das hätte ich gerne, ist aber nicht. Ja gut, aber das ist natürlich auch nicht, ja, weil das nicht, ich sage jetzt nicht, dass die Politik das schuld ist, aber ich meine, auf jeden Fall gibt es eine Person, die keine Ahnung hat, wie unsere Museen funktionieren, der bestellt eine Kommission, die sind dann vermeintliche Experten und die sagen dann, ja, das ist gut für das Haus, ohne das Haus zu kennen, ohne die Interne zu kennen, ohne zu wissen. Und da ist ja schon der Prozess mal schwierig, nicht? Ja? Ich sage jetzt nicht, das ist ein politisches, also einzig ein politisches Problem, ist es natürlich nicht. Ja? Hat natürlich auch mit diesem vermeintlichen Expertentum zu tun, das eben nur durch Name-Dropping mittlerweile nur mehr selbstgenerierend ist. Ja? Entschuldigung, ich mache nur ein kleines Interludium. Ich bringe etwas in den Kreis, was nicht folgenlos ist. Und zwar vom gleichen Weingarten die zwei Jahrgänge 2010, 2011. Genau. Das ist der Kalte. Ist nie folgenlos. Ja, 10. Also deshalb, also sehr zu empfehlen, ich habe hier schon was im Glas, der absolute Wahnsinn. Und die Sonja die geht jetzt rum mit der großen Schüssel, falls jemand sich sozusagen die Augen mal wieder größer und so weiter, wir kennen das Wahn, und er sein Glas leer machen möchte, dann ist okay, ne? Dann entweder eben so, ne, ist natürlich besser, sinnvoller, aber im Notfall in die große Schüssel. Was haben Sie jetzt in der Hand? Ja, ich habe in der Hand den kühleren Jahrgang 2010, das heißt, um die gleiche Kraft zu, hängt er einfach länger im Weingarten, aber die Kühle führt dazu, dass er auch mehr Säure hat und letzten Endes sehr viel, ein bisschen mehr aneckt, also eigentlich zu dem Sauschädel klassisch gut, während der 2011er als Jahrgang, als warme Jahrgang einfach runder ist, passt das als Schokolade, das ist einfach, da fühlt man sich rundherum wohl, also, nur dass man diese unterschiedliche Charakteristik. Also ich gebe das einfach da, jetzt in dieser Richtung. Frage an Sonja und Martin, die Schokolade, wer jetzt schon so ein Schokoladenkonzentrationsgefühl hat, oder gibt es da eine Regulierung? Also man darf es eh verboten, aber unabhängig davon, dass es verboten ist, verbotene Sachen darf man immer machen. Ich bin nur der gekaufte Künstler, ich gebe überhaupt keine Bemerkungen dazu. Also, es ist streng verboten, aber wenn ich zitieren aber darf, wenn wir Grenzüberschreitungen sind, müssen in eigener Verantwortung übernommen werden, in diesem Sinne. Ja. Ich würde schon nochmal versuchen, diese Fragen nach der ökologischen Dimension von Kunst aufzuwerfen. Ja? Also auch das ist ja in den Texten sozusagen drin. Egal jetzt mit welchem Partner man das angeht, aber welche Aufgabe, welche Rolle hat Kunst heute? Ja, wir sehen, es gibt Friday for Futures, es gibt Extinction Rebellion im aktivistischen Milieu oder im jugendkulturellen Milieu, da passiert wahnsinnig viel. Es gibt auch eine lange Tradition nachhaltiger oder ökologischer Fragen machen in der Kunst. Aber ist das was, wo wir heute nochmal neu oder anders drüber nachdenken müssen oder sagen wir nein? Die Freiheit der Kunst ist ja die Freiheit der Kunst, also da stellt man keine Anforderungen, sich mit Themen zu befassen. Das würde ich gerne nochmal in die Runde fragen. Also klar, wir haben die Resolution der Geschichte der Pisa, schwarz tituliert. Ist er? Ja, fand ich einfach cool. Da hat er einfach gesagt, was Sache ist. Er hat gesagt, mach. Reg dich nicht auf. Im Endeffekt musst du zeigen, dass irgendwas dabei rumkommt. Muss ich natürlich das ausdrücken. Also für den war das ja fast ein bisschen eine künstliche Distanz zum Angebot. Also so habe ich es empfunden. Aber also er hat eigentlich gesagt, was regst du dich auf? Mach es einfach und reg dich nicht künstlich auf, weil im Endeffekt reizt sich das natürlich 500.000 oder 500.000 Euro zu haben und vielleicht was zu machen, was Folgen hat oder folgenlos bleibt. Also ich finde, er hat es auf den Punkt gebracht mit ganz wenigen Worten. Auch den Zwiespalt, finde ich, hat er auf den Punkt gebracht. Ich wollte noch eine Sache sagen, bevor zur Politik und Kunst, und dann machen wir gerne mit dem Impuls weiter, den du uns gegeben hast. Und zwar finde ich, ist es schon ein Unterschied, ob Kunst
in Politik verstrickt ist und wer jetzt die Entscheidungsträger sind oder ob eine künstlerische Idee an sich schon durch eine politische Idee geformt ist, also wie es jetzt bei Brecht ist beim epischen Theater. Das ist schon ein Unterschied. Also bei Brecht ist es einfach so, dass die politische Idee formt, wie das Theater dann, also wer das Publikum ist, das hereingeholt wird und was beim Publikum ausgelöst werden soll und welche Effekte jetzt, die Verfremdungseffekte jetzt eingesetzt werden, um dahin zu kommen. Also alles steuert dahin. Ja, und das hat sicher Folgen. Und dass Kunst politisch beeinflusst ist, das steht ja außer Frage. Aber das ist wieder ganz was anderes, finde ich. Darf ich dir eine Gegenfrage stellen, Friedrich? Ja. Was mir in der Geschichte nicht so klar rausgekommen worden ist, und ich meine, das ist eine Frage, die ich mir wahrscheinlich selber auch stelle, wie siehst du die Funktion des Kurators und des Künstlers? Weil wir reden über Kunst, aber der Kurator produziert keine Kunst. Der ist natürlich, mir ist schon klar, Entscheidungsträger in dem, wen er auswählt, in dem, wenn ich, also ich agiere anders, wenn ich eine Person auswähle, aber ich agiere natürlich auch anders, wenn ich zu einem Thema eine Gruppenausstellung mache. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge und die Zusammenarbeit verändert sich da extrem, aber wie gesagt, ich produziere keine Kunst. So wie Sie sprechen, also wenn ich gerade höre, der Kurator stellt Räumlichkeiten, eine Kunstausstellung zur Verfügung, in der nichts drinnen ist, dann produziert er doch Kunst. Aber das war ja eine Künstlergruppe, Superflex. Das war ja, also das war ihre künstlerische Entscheidung und da lässt ja ein Kurator eigentlich immer. Aber grundsätzlich könnte das Kurator auch machen. Also die Frage von dir trifft so einen wunden Punkt, sage ich jetzt mal in meinem Selbstverständnis, weil ich oszilliere zwischen Kurator, Wissenschaftler und Künstler, oder ich sage immer künstlerischer Praxis, weil ich diesen Begriff so heilig finde, in Anführungszeichen, und für mich nicht in Anspruch nehmen würde, aber in der Rezeption von außen ja wahrnehme, dass man auch so gesehen wird. Ne? Und insofern fällt mir das schwer, da jetzt Trennlinien zu ziehen. Ne? Oder ich würde sagen, ich habe gar keine Lust dazu. Mhm. Ja? Auch sozusagen heute, sozusagen meine Rolle. Klar, das Essen ist von Honey und Bunny. So die Überlegung, sowas zu machen, ist von Jakob und mir. So, und dann gibt es sozusagen gemischte Autorenschaften, sage ich jetzt mal. Aber es ist sicherlich mehr als nur sozusagen kuratieren, ne? Auch in meiner Rolle als Textlesen, als man Autor. So, also insofern bin ich für die trennscharfe Beantwortung deiner Frage der Falsche, weil ich eher für die mich jetzt eher interessiert, wie du es in der Geschichte siehst, ja? Weil ich sehe natürlich so, schon, dass Geschichte, ein... Das auch, genau, ist, da könnte Jakob jetzt grinsen, da hatten wir für den Film, für den Kurzfilm, an dem wir gerade arbeiten, Florian zum Künstler gemacht, weil es einfacher für den, auch für den Rezipienten, ja, im Kurzfilm, ja, was ist nochmal ein Kurator, ja, genau, das muss man schon wesentlich drin sein, ne? Zu wissen, was ist ein Kurator, ist ja, ein Künstler weiß jeder, das sind die mit dem, ne? So, Kurator weiß man nicht so genau. Im Roman ist er im Moment noch ein Künstler, vielleicht ändert sich das auch noch. Ich lese das nächste Mal eine Geschichte von Johann, dem Architekt, der zu Johanna, der Architektin wird. Ja, also die wandeln sich ja auch, die Figuren, die bleiben nicht nur in ihrem Charakter, sondern auch in der Zuschreibung. Werden die anders? Ich finde halt, daran hängt sich so diese Frage der Instrumentalisierung auch ein bisschen auf, ja, weil, wie er auch gesagt hat, Künstler haben so eine gewisse Namenfreiheit, ja. Ein Kurator hat das natürlich nicht. Ja. Also wenn ein Künstler eine Ausstellung macht, sieht die anders aus, als wenn ein Kunsthistoriker oder ein Kurator die Ausstellung macht. Ja. Und das... Ein Kurator befindet sich ja so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Produktion, ja, und Rezeption oder Rezeptionsgeschichte. Ein Künstler tut das nicht. Ja. Ein Künstler ist für mich gegenwärtiger als das ein Kurator. Also das ist auch nicht meine Fähigkeit, ja, dass ich jetzt das Thema herauskristallisiere, mit dem wir uns beschäftigen. Da sind meistens Kuratoren einen Schritt zurückgeblieben und der Künstler einen
einen Schritt weiter. Ja? Weil so ein Kurator deswegen, für die Obrist oder so, das schon alles für sich in Anspruch nehmen würde. Dann nimmt das alles für sich in Anspruch, aber finde ich auch problematisch. Ja? Also ist halt auch ein Hipster-Kurator. Ne? Also die, jedes Mal dieselben Künstler, jedes Mal derselbe Dunstkreis, also kann man runterbeten, ja? Wer da in den nächsten New Generation Ausstellungen dabei sein wird und wer nicht dabei sein wird. Ja? Aber aber wie ist es mit einem Künstler oder einer Künstlerin, die produzieren, aber nicht ausgestellt werden und auch in der Öffentlichkeit nicht auftreten? Die sind ja dann gar keine mehr. Ja? Also als ich begonnen habe, an der angewandten Morphologie zu unterrichten, das war schon vor dem 30-jährigen Krieg, da habe ich die Frage gestellt, oder habe gesagt, ihr glaubt, ihr seid Künstler, weil ihr die Aufnahmeprüfung gemacht habt, aber 90% von euch werden in der Öffentlichkeit nie auftauchen. Ja? Es gibt so etwas wie Kunst schaffen, ohne dass man die Kunst schafft. Also der Kurator ist ja jemand, der auswählt. Jeder Schaffensprozess ist ein Auswahlprozess. Es beginnt damit, dass ich überlege, ob ich die Flöte spiele oder die Leinwand bepinsel. Und wenn ich die Leinwand bepinselt, muss ich überlegen, ob ich es mit Ölfarbe mache oder mit Acrylfarbe, ob ich links oben anfange, wie groß das Format ist. Das sind lauter Auswahlprozesse. Einer dieser Auswahlprozesse ist am Schluss der vom Kurator oder von der Kuratorin. Sie sind alle beteiligt an dieser gesellschaftlichen Konstruktion von Kunst, auch wenn der Kollege glaubt, dass das nicht gibt. Ja, beteiligt sehe ich sofort ein, aber es ist halt, ich glaube, der Freiheitsgrad ist ein bisschen ein anderer. Ja? Vielleicht sagen wir es so, ja. Vielleicht war ich da nicht präzise genug, aber ich glaube, als Kurator befindet man sich halt genau an dieser Schnittstelle. Nicht? Man ist Teil dieses Systems, man profitiert ja auch von diesem System. Man hat halt, und ich glaube, da muss die Geschichte vielleicht auch ein bisschen präziser werden. Wenn ich Teil dieses Systems bin, was ist denn das System überhaupt? Ja? Deswegen meine ich ja, deswegen habe ich auch so eine blöde Frage gestellt wie, war das ein freischaffender Kurator oder bin ich Teil einer Institution, dann gibt es halt genau unterschiedliche Interessen, die nicht unbedingt die meinigen sind, die ich aber als Teil eines Systems bis zu einem gewissen Grad, gegen die ich rebellieren kann bis zu einem gewissen Grad, aber eben halt nur bis zu einem gewissen Grad und wo mir der Künstler hingegen manchmal die Waffe liefert, ganz das System zu durchbrechen, aber das schafft man halt auch immer nur zu gewissen Zeiten. Ja. Aber ich glaube, diese Machtkonstrukte, ja, also das hat mir gefehlt an der Geschichte, ja, sage ich ganz ehrlich. Weil das sind Machtkonstrukte, die da am Werk sind. Kräfteverhältnisse sind ja auch nichts Schlechtes. Nee. So ein Kurator ist ja, glaube ich, das Schnittstelle zwischen dem Kritiker und dem Künstler. Da gibt es ja dieses Gedicht von Arp, war das, oder? Der Künstler schafft und der Kritiker schafft. Weil der muss eben gucken, dass das streamline wird. Jakob, du wolltest auch, glaube ich, noch was sagen. Ja, weil mich der Friedrich gerade angesprochen hat und wir die Uhr auch ein bisschen im Blick haben, wollte ich vielleicht anregen, noch einmal, Friedrich, einen Ausblick zu wagen. Wohin entwickelt sich dieser Florian? Also, was denkt die Runde? Wohin entwickelt sich diese Figur? Friedrich, vielleicht möchtest du ein paar Szenarien in den Raum stellen. Marianne hat gesagt, ja, dann machen wir halt eine Ausstellung weniger. Ist vielleicht auch das die Frage. Ja? Reduktion, ja. Soll ich das machen? Ja. Ja, also, Florian, denkt über verschiedene Modelle nach ersten Museum für ökologische Kunst, dann vielleicht doch kein Museum, Neues, weil es gibt schon genug und eher so einen Leitfaden durch bestehende Museen, wo man mit einem anderen Blick drauf guckt. Dann löst er sich irgendwie ein bisschen davon und kommt auch im Dialog mit Issa, der Figur, die wir jetzt nur so ganz kurz am Rand gesehen haben, hin zu einer Schule, also zu einem aktiven Lernen von anderen Verhaltensweisen. Was noch fehlt sozusagen in der Sequenz ist, dass es natürlich eine Jury gibt, ne, wie immer im Leben. Es gibt welche, die entscheiden, die ist unbekannt.
Und Florians Team bereitet also ganz viel vor für dieses Konzept der Schule der Folgenlosigkeit, was also sozusagen ganz anders ist als ohne Museum. Ne? Museen kann man eigentlich schließen, also gibt es so ganz viele Überlegungen. Und dann lädt Florian nochmal alle Leute, die er so getroffen hat, denen er diskutiert hat, ein am Abend vor der Jury-Sitzung, der Präsentation, um ihnen eigentlich diese Schule der Folgenlosigkeit vorzustellen und entschließt sich dann aber eigentlich dieser Jury sagen zu wollen, diesen Freunden sagen zu wollen, dass er das doch nicht machen will, dass er der Falsche ist. Und Cornelia ist auch dabei in dieser Runde und Cornelia sagt dann irgendwann, Florian, nur dass du es weißt, das ist die Jury. Ja, also die Freunde, die du selber um Rat gefragt hast, sind die schärfsten Kritiker, das wissen wir alle. Ja? Mhm. Die Leute, denen du vertraust, die können viel besser urteilen als irgendwelche Externen, die dann so ein Paper lesen, ja? Ob jetzt über ein Projekt oder eine Person, give a shit. Ja? So. Die können das viel besser und das ist die Jury. Die wird entscheiden und du kannst dich nicht zurückziehen. Es ist zu spät. Ja? Also du hast die alle schon um Rat gefragt. Ne? Also die werden das für dich entscheiden. Ne? Das ist, that's the game. Und die Jury entscheidet dann, dass Florian das nicht machen soll, sondern Issa, den wir ganz kurz kennengelernt haben. Ja? Weil der wirklich was will, wenn dessen Florian immer noch in diesem Kunst und so verhaftet bleibt, ja, und in dem System steckt. Ja, das kann man als defätistisch oder eskapistisch bezeichnen, weil ich als Autor, der dahinter steckt, ich bin zwar nicht Florian, aber ich bin wesentlich näher an Florian als an Issa, der ja auch noch Wandlungen durchnimmt und vielleicht irgendwann nicht mehr schwarz ist oder noch nicht oder wie auch immer. Aber das ist so ungefähr der Weg, den das im Moment, ja, vor unseren, wir sind jetzt beim zweiten Gespräch und es gibt vielleicht noch andere Rahmen, in denen wir, den ich das irgendwie zur Disposition stelle, das ist so im Moment der Weg, der so passiert, aus der Florian-Perspektive. Und? Also bei Issa ist das Geld gut aufgehoben. Dürfen wir vielleicht auch noch ganz kurz Ihre Aufmerksamkeit nehmen, damit das recht gedruckt wird. Nachdem das ein bisschen folgelos sein soll, würde ich mir Sie jetzt bitten, dass Sie Ihren Food Waste, den manche produziert haben, ich meine, auch ein Bauch ist Food Waste, ich weiß, bei uns wieder abgeben. Und dann werden wir uns noch ganz kurz der Frage widmen, dass Sie bitte auch Ihr Geschirr hier gleich ein bisschen putzen. Ja, es soll doch etwas folgelos sein. Und worauf wir mit diesem ganzen postmodernen Theater hinaus wollten, das ist ganz einfach erklärt. Alles, was wir hier gemacht haben, ist von irgendwoher inspiriert. Und wir wollen nur darauf hinweisen, dass Kultur etwas unglaublich Relatives ist. Ja, man kann alles anders machen. Und unserer Meinung nach ist die Kultur die Schnittstelle zu einem nachhaltigeren Leben. Denn die Kultur hindert uns daran. Ja, das ist ein großes Problem. Manches ist so unfassbar peinlich, manches ist so unfassbar illegal, manches ist so unfassbar komisch. Und alles, was Sie heute gemacht haben, gibt es in anderen Kulturen allerdings. Ja, wenn wir jetzt gemeinsam rituell die Teller putzen, sage ich Ihnen, das habe ich, oder wir, vor 6 Monaten in Kanazawa in der Nähe von Tokio gemacht, ja, im Rahmen eines traditionellen Kaiseki-Dinners. Das Füttern, das Gegenseitige, haben wir schon erklärt, das Mundausspülen auch, also Kultur, damit bin ich schon wieder am Ende, ist relativ. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie Ihre Reste in meine Schüssel geben, dass Sie sich dann ein bisschen Wasser nehmen und Ihre Servietten und Ihre Teller einigermaßen sauber machen und das Restwasser dann bei der Sonja in ihrem Bottich geben. Denn eins ist auch klar, das ist mein abschließendes Wort, wir hinterlassen auch zu viel, was dann andere machen. Ja? Damit wären wir bei den Externalitäten. Und das ist oft ein Problem, ja, wir tun oder glauben, als wäre etwas, nur weil ein anderer oder eine andere eigentlich im Regelfall die Arbeit dann irgendwie unsichtbar erledigt. Ja, aber das kommt aus einem, also was wir jetzt machen mit dem Reinigen der Schüsseln,
das kommt, haben wir erlebt, eben in Japan kommt aus einer Tradition von Mönchen, aus Tempeltraditionen. Und da geht es eben auch ganz stark darum, dass es keine Hierarchie gibt unter der Tischgemeinschaft, sondern dass eben jeder gleich ist. Und daher muss auch niemand für den anderen den Schmutz wegräumen. Und deswegen macht man das eben im Rahmen des Tischrituals direkt am Tisch, dass man die Schüsseln auch wieder sauber macht. Und dann kommt Zolli auch für Oboschen. Wie lieb, was heißt denn ein kalter Jahrgang? Also was, wo? Nein, das ist mir schon klar, aber was ist die Durchschnittstemperatur bei einem kalten Jahrgang? Also wo wird es warm, wo wird es kalt? Ja? 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 Okay. Zu Jahre. Okay. Ja. Temperatur, Niederschlag, ja. Aber wie kann man sich, also sind das, keine Ahnung, ist halt jetzt 14 Grad, ja, das 24 Grad, 20 Grad. Durchschnittstemperatur 2 Grad niedriger ist in der Regulation. Okay. Also durchschnittlich, das ist irrsinnig. Okay. Und 2 Grad, das ist der Unterschied zwischen uns und Leon. Also dann weniger. Das klingt weniger, aber es ist es. Nein, nein, genau. Und seit 2012 hast du den Wirtschaftsgeschäft. Bei mir geht es schnell. Jetzt Friedrich, das wird ein Buch, das wird ein Roman. Das ist es nicht nur für dich. Sie haben den Müll. Das soll man mit der Serviette auswischen. Das Waschen von der Serviette ist aber wesentlich. Nein. Da kommt der Fett jetzt drauf. Keine Ahnung. Als ich jetzt gelesen habe, fand ich das auch sehr schlüssig, das Kapitel. Gestern war ein bisschen brüchiger. Ja, so. Die Spannung ist vermutlich eben jetzt ist es schon. Also das Erste, was ich, wenn ich sage, also was teilnehme, frage, wer ist in der Jury? Kommt schon mal. Weil da, davon hängt es. Das ist geheim, wird dann gesagt. Aber da muss ich schon ein Teil. Doch, du hast deine Flick direkt bei dir. Das ist ja wichtig. Und das nächste ist natürlich, nehme ich die 500.000 sofort. Ja, nicht nur deswegen, sondern wenn ich schon ganz ideologisch, idealistisch bin, gebe ich ein Einseiten-Manuskript ab. Und gebe das Geld an eine Soziante für Ökologie. Na klar, da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Das ist ganz unangenehm. Ja klar, du hast das konstruiert, und das, aber das ist gut ausgearbeitet, das stimmt schon. Ja. Man muss schon viel nachdenken. Wie käuflich sind wir, ist die Frage. Wie käuflich sind wir? Das hätte ich, also vor dieser Erfahrung hätte ich gewettet, wirklich nur so geredet. Und nachher haben wir gedacht, Gott sei Dank, nicht. Ich habe den jetzt nicht so gedacht. Was hat der Isa gesagt? Weil also natürlich gibt es Formen und Regeln. Eben, da kommt nur irgendwie vor mit einer Stellungnahme. Ja, du kommst. Ja, kann ich halt. Das ist eine deutsche Diskussion, die gibt es bei uns kaum. Bei den Sponsoren, das ist gekippt, definitiv. Ja. Das ist korrekt. Das machen wir alle dauernd, im engsten Kreis. Wir reden, ja. Das muss man ja auch. Man kann die ja nicht sich selbst überlassen. Also. Also die Schokolade, gerade gebeten nochmal zu sagen, die Bananen sind jetzt schon nicht gut. Das darf man essen. Und darf man, wenn nicht sogar, die soll man. Ist sehr gut. Nein, ich glaube, der ist eh. Ja.
einen über den anderen. Aber ich glaube, einige haben die Quintessenz nicht verstanden. Ja, das ist lustig. Nein, das ist wirklich mit der Zeit. Ich hab, ja, genau, das war ja ganz gut. Nein, das, meine Serviette ist einfach ein schöner Charakter. Ja. Ist nicht da. Ja, den Hand. Ja, der, ich habe ja den Johannes kennengelernt, ich habe ihn eingeladen, er ist total erlogen, weil er die letzten 2 Jahre, das viele nicht wissen, den Zinnensief betreut. Weil er einfach einen priesterlichen Beistand wollte zu sein, in der Zeit. Ja. Und da ist er, der hat ja die Dokumente. So wenig, ja, und so wenig analytisch. Und da ist ein Bücher zu seinem Pavillon erschienen und da waren Texte von Johannes drin. Und dann habe ich herumgeblättert und in dem Moment kennengelernt. Ich habe ihn angeschrieben und angefragt. Auch diesen Soprano zu loben. Das ist ja eine sehr spannende Zeit, die er mit ihm verbracht hat. Zu einem Ergebnis kommen. Also, das ist ja überhaupt nicht fundiert. Also vielleicht kann man 17 ansetzen. Ich habe gedacht, wer ist der Letzte? Und keine Ahnung. Wahrscheinlich scheitern 16 eines vielleicht. Aber ich glaube schon, also, aber ich finde es trotzdem für mich total interessant. Ne? Total blöd. Ja, das ist so Das ist der beste Instrumentalisierer. Ja, aber manchmal muss man halt schon... Sag mal, bist du jetzt frustriert aus dieser Politikerfahrung raus? Oder bewegt es dir immer noch Sinn? Oder andersrum, empfiehlt es anderen, in die Politik zu gehen? Ich kenne ja, fragt das mich ja manchmal, ist man das oder nicht? Und sagt dann immer nee. Meine grünen Freunde in Deutschland sagen mir immer nee, Friedrich, du machst eine politische Arbeit. Da, wo du es halt eh machst, ne, mit deiner whatever, künstlerisch gestalterischen. Das ist eine sehr schwere Frage. Ich kann, also effektiver wäre ich gewesen, wenn ich nicht in die Politik gegangen wäre. Also mit der Wochenkasse ganz hardcore zu arbeiten, hätte wesentlich mehr Effizienz bewirkt. Aber du hast natürlich, wenn du in der Politik, am Schluss war ja wirklich in der österreichischen Spitzenpolitik, also ganz oben, in der jeder Präsidial war, da bekommst du natürlich mit, was wirklich abschätzt. Und das ist so Ich schreibe jetzt ein Konzept für ein Haus der Kultur. Ja. Da bin ich sicher am Ende des Jahres beschäftigt, wo mich so Geschichten, die er am Schluss gesagt hat, das war jetzt eine Frage der Kultur beschäftigen. Da wo ich dann der Politik empfehle, sowas zu machen. Ähnlich wie in Berlin, aber doch noch besser. Und danach scheuer. Also das bieten sich schon die ersten Sachen. Aber diese Erfahrungen als Künstler in der Politik, willst du die nicht irgendwie reflektieren? Also das fände ich super spannend. Ich meine, du bist der Einzige,
Künstler, der mit seiner künstlerischen Praxis eine Relevanz hatte und in der Politik. Ja, aber der Franz Morak war Staatssekretär, war für Kultur und war ein Burgschauspieler. Ja, aber als Schauspieler sind sie Autoren schaffen. Das sind Schauspieler, aber von, die machen es, die sagen, also, schon nochmal eine andere. Da war Ronald Reagan auch der erfolgreichste Politiker, der Schauspieler war. Ich hatte so ein bisschen den Ruf, dass ich das künstlerisch, aktionistisch alles mache, und das war aber nie der Fall. Da kommen wir mehr in dieses Fahrwasser. Das war ja von Maschig und von Willkommen Österreich und so, die haben da öfters gesagt, okay. Da willst du auch nicht raus aus der Wahrnehmung. Der möchte ja nur eine sozialpolitische Intervention machen. Was aber sicher nicht dabei war, weil das muss man unterscheiden. Okay, und da willst du gar nicht, also da willst du eher raus aus der Wahrnehmung. Ja, also. Oder nicht tiefer rein. Ja, gar nicht so sicher, ich fände es auch gar nicht sozialinterventionistisch spannend, sondern tatsächlich einfach, also intellektuell oder als Gesprächsspannend sozusagen. Aber du würdest gut passen, also überlegst du. Also du würdest gut passen. Weil ich war doch ein bisschen zu radikal. Ja, ich bin anpassungsgeschmeidiger. Ne? Du bist schon wieder. Ich bin geschmeidiger als du, viel geschmeidiger. Du kannst es gut mit allen und das ist sehr wichtig. Ja. Ich hätte halt total Angst, vielleicht also vor diesem ganzen dreckigen Wäschewaschen, was da so passiert, in diesem total umfassenden, dass man kein Privatleben mehr hat, keine. Ja, so, das ist so eins, wo ich mir denke, nee. Das ist schlimm. Also wenn ich mit dem Fahrrad fahre, muss ich immer aufpassen, dass ich alle Verkehrsregeln einhalte und so. Und all diese Geschichten, ja, das ist schon, das ist nicht angenehm. Genau, das muss man mal irgendwann mal. Es ist eine Einschränkung gegen Baum pinkeln kann, weil dann irgendwann fotografiert und sagt hier, pinkelt XYZ im Sohn-zu-Park gegen einen Baum. Ja, das ich täglich mache. So. Oder whatever. So, ja. Oder. Aber gewöhnt man sich auch dran. Ja. Aber du bist eh brav, nicht, oder? In diesem Sinne. Nichts Kriminelles, also nö, aber. Widersprüche, sage ich jetzt mal. Also, aber gerade so Frauengeschichten, was der jetzt so mit MeToo und sexueller, feministischer Gender-Debatte. Ja, ja, ja. Boah, das kannst du alles abschminken. Das fand ich schon total spannend. Als dieses MeToo kam, habe ich mich auch an ein, zwei, drei Fälle erinnert, die ich heute so nicht mehr machen würde. Dass man so besoffen sitzt und mal jemanden so macht, ja, und die reagiert halt nicht, dann lässt man es irgendwann, aber natürlich hat mal irgendwie jemand angekrabbelt. So. Ja, aber das aber steht in der Politik, ja, wenn du Politik hast, hast du doch. Das steht doch heute, vor 20 Jahren hat Boris Johnson irgendjemand unter den Tisch ans Bein gefasst und soll deshalb jetzt zurücktreten. Also ich finde den scheiße, aber mal unabhängig davon, also ich habe vor 20 Jahren das praktisch einigen, jeden fertig gemacht. Ich habe auch einige unter dem Tisch am Bein gefasst und ich erinnere mich mit Sicherheit nicht mehr an jeden. So, also, das, wo man das mal im Suft gemacht hat, also come on, also war ja normal, also war das halt ein bisschen was weiß ich. Ich habe auch mit Männern geknutscht und so what, also war halt mit 20. Naja, wenn du weißt, dass es keine Zeugen gibt, dann kannst du in die Politik gehen, wenn du weißt, dass es welche gibt. Einen gibt es immer, ja. Die Zeugen nicht, ja, betroffen, ja. Ja, das Unangenehme ist, dass die Politiker ja eine eher verhasste Berufsgruppe sind. Ja. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich extrem. Ne? Ja, ja, klar. Gleichzeitig hochgeachtet, witzigerweise. Das ist ja. 15 Minuten seine Erfahrung. Nö, ich würde es jetzt ausplätschern lassen, oder? Ja. Stimmt auch nicht, 15.30 Uhr waren wir rum, also vor 15 Minuten. Ja, ja. Entschuldigung. Du hast es zuerst in der Diskussion gesagt, dass unsere Projekte im Sold von jemandem sind. Nein, nicht im Sold. Also vielleicht habe ich Sold gesagt, aber wenn, dann nicht so gemeint. Aber ja, eine klare politische Agenda haben, ne? Naja, wir werden von einer Institution eingeladen, schlagen ein Projekt vor und wenn die sagen, ja, dann machen wir das. Aber wir lassen uns kein Projekt irgendwie vorschreiben. Das kommt nicht vor. Nein, aber das Besondere an euch ist doch, dass ihr eine
für euch beanspruchte sozialpolitische Wirksamkeit. Genau. So. Also es gibt eine klare Ziel- und Ergebnisorientierung. Also es ist das Gegenteil von folgenlos, hoffentlich. Ja, genau. Das ist das absolute Gegenteil. Deshalb war es mir total wichtig, dass du hier bist. Sowohl als Politiker als auch als Wochenklausurler. Genau, das ist sozusagen das, genau, das ist das Gegenteil einer manchmal ja auch als zynisch zu verstehenden Suche nach Folgenlosigkeit. Ne? Ja, war eh klar. So. Und, aber das, was du als zynisch siehst, ist für viele, fällt das auf den Boden, wo sie sagen, eigentlich sagt das ja. Ja. Ja, das ist einfach gefährlich. Darum habe ich das auch vehement. Ich glaube, sie ganz rechts hinten, da die Künstlerin, die tendiert Richtung Folgenlosigkeit, auch wenn sie es nicht gesagt hat. Eine ganz andere Folgenlosigkeit. Das ist eine irrelevante Frage. Ich weiß nicht, welche Sachen sie hier hat, aber das... Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung, kennst du nicht. Keine Ahnung. Aber hat mich jetzt auch nicht dazu verlockt, sofort suchen zu gehen. Ja, es ist, du, ich, am Ende hadere ich bin ein hochpolitischer Mensch, ich verstehe meine ganze Arbeit als politisches Engagement. Ja, dann mach das. Und das hadere damit sozusagen, in welchem Bereich mache ich das? Ich sagte, das ist der nächste Schritt, das war ja bei mir auch so, der nächste Schritt ist die Politik gnadenlos, weil sonst bist du nicht glaubwürdig für dich selber. Aber ich habe so einen, also ich war ja auch mal in einer Partei, ne? Und nie also, wieder. Naja, Partei ist schrecklich war. Ja, Partei ist so scheiße. Und diese Vorstellung irgendwie, da war ich ganz jung und ich war es nie wieder. Diese Vereingemeindung und der Führerkult und diese Heroenverehrung, also da habe ich so viel erlebt, was ich schrecklich finde. Ja. Also, stimmt schon, ja. Also furchtbar. Ja, stimmt schon. Also ich saß letztens im Zug, ja? Nur mal so, wieder so ein blödes Beispiel. Von München nach Berlin. Ja. Da war so eine hibbelige Frau neben mir, weil wir hatten eine Stunde Verspätung, dann hatten wir 2 Stunden Verspätung. Die wurde immer hibbeliger und ich meinte, komm, kommen Sie doch runter, ist alles gut. Ja, warten wir halt 2 Stunden. Ja, ich muss pünktlich bei der Klimademo sein. Und ich so, hä? Wieso fährst du von München nach Berlin zur Klimademo? Ja, wenn es doch in München eh eine Klimademo gibt. Ja. Ja, ich muss da pünktlich sein. Ja. Ich sage nochmal, ja, wenn die alle mitlaufen, dann muss ich auch mit dabei sein. Ich sage, ja, wie meinst du denn mit alle mitlaufen? Ja, wenn die ganze Parteispitze mitläuft, dann muss ich auch mit da vorne dabei sein. Ja. So. Und dann war das eine Bundestagsabgeordnete von den Grünen für ihren Wahlkreis München. Ja. War sie? Ja. Ja, und dann laufen halt vorne Habeck und... Ja, ja. Ja. Soll ich ein Schlusswort sagen? Ich sage gleich eine Sekunde. Ja, wir haben noch 12 Minuten. Ich mache es in 3 Minuten. Ja. So, dann war das eine Bundestagsabgeordnete der Grünen. Die, weil natürlich die grüne Parteispitze, also Annalena und Robert, da irgendwie laufen. Und da wollte sie mit in der ersten Reihe sein. War super hibbelig, dass sie Zugverspätung hat. So, und dann denkt sie mir so, ah nee, Leute, echt. Und dann war sie ganz stolz, dass jetzt auf Twitter, weil sie ist Klimaschutzexpertin, ihr die Taz-Redakteurin, die auch jetzt für Klimaschutz, dass die ihr jetzt folgt. Also so lange dran gearbeitet. Du sitzt da so, weißt du, jetzt am Nebentisch, hab meinen Text geschrieben. Hab mir gedacht, habt ihr einen Knall, wenn ihr nur so scheiß billige Karrieristen seid, vergesst es. Ja, ja. So, ich versuche nochmal meine Stimme auf ganz tief zu stellen, weil das im Optimalfall sowas Durchdringendes hat, wenn man die immer tiefer stellt, dann genau, irgendwann hören alle auf einen, fast alle. Und dann macht man das noch etwas lauter und dann fast immer klappt das. Dann macht man nochmal hoch, dann geht man nochmal runter, dann macht man es mit Körperkontakt. Danke. So. Nachdem wir uns schon gefüttert haben. Ja. Hilft immer, einem Mann ans Bein zu greifen, wird er still. Also, ich wollte mich bei euch, Ihnen allen bedanken. Jetzt sind leider Sonja und Martin weg, aber ich glaube, genau, die haben großen Applaus verdient. Vielleicht hören Sie es ja. Bei unseren Gästen, die sich vorbereitet haben, Marianne, Wolfgang und du, vielen Dank. Und Heidi für das Übernehmen der schwierigen Moderation, was für mich total entspannt war, dass ich nicht moderieren, sondern einfach trinken durfte.
vielen herzlichen Dank. Das jagte ja einen Höhepunkt den anderen. Ich hoffe, ihr habt noch was im Glas. Sonst gibt es hier noch von dem 2.11er, dass wir noch ein letztes Mal das Glas erheben dürfen. 2.11 ist der Sonnenjahrgang, der warme Jahrgang. Ne? Ich fand den 10er, der hatte mehr so Schichten oder so. Der war mehr so, Steine drin. Der war so vielfältig. Oder so. Aber der 11er ist auch toll. Insofern würde ich euch bitten. Das ist der Klimawandel-Gewinner sozusagen. Also die zwei Elfer liegen, die sind. Du auch noch einen Schluck? Bitte. Die werden traurig sein. Die Klimakatastrophengewinner. Genau, das sind die Klimakatastrophengewinner. Der Traubensaft ist auch köstlich. Das war großartig. Also für Traubensaft ist jeder selbstverständlich. Es war alles gut. Hier ist noch Traubensaft. Es war alles gut. Prost. Super. Danke, das ist sehr gut. Also, in dem Sinne, Prost, vielen Dank. Gibt es noch was in der Flasche? Da? Noch ein Traubensaft? Ja, auf jeden Fall. Salute. Danke. Genau, also vielen Dank. Danke für die Idee. Fürs hier sein dürfen und fürs Mitdiskutieren. Cheers. Und wir essen jetzt noch alle Bananen aus alles und dann auf, dürft ihr auch gehen. Essen, ne? Ja. Also, Prost. Prost. Erik Tochter, die sind zu das war schon gut mit so der Der Wein, die Schokolade, das geht gut zusammen. Ich wusste nur nicht, ob das dann tatsächlich ist. Das war der Björn. Aber die Björn hat es moderiert. Ich habe das eben nicht gemacht. Aber dann im Damen schon ein wunderschönes Fest. Und wir haben nicht mehr mit dir. Ich konnte Sachen, in denen ich bislang unterwegs war.